Du siehst mich schon? Echt? Okay. Hallo. Ich dachte, ich müsste erst einen Link irgendwie verbreiten. Ist das immer derselbe? Ich dachte, der wird immer individuell neu ausgegeben oder so. Okay. Licht ist okay, ne? Oder? Irgendwie bin ich ein bisschen unscharf. Aber na gut. Ja. Danke. Gut. Warte mal. Ich habe jetzt bei Skype extra einen Account eingerichtet. Der heißt Fernsehkritik TV. In einem Wort geschrieben. Ohne Bindestrich. Okay. Sehr gut. Bist quasi jetzt mein Testballon. Gut, das scheint also auch zu klappen. Okay. Wenn ich Status beschäftigt mache, dann kann man das Klingeln nicht hören, ne? Dann ist es stumm, ne? Ruf mal an, bitte, bei mir. Ah ja, alles klar, okay. Also man hört also nichts. Okay, alles klar. Hallo. Also das Klingeln ist dann nicht zu hören. Okay, das ist Moment, gut. ich muss mich das mal einfitzen. Was musst du dich? Einfitzen. Was ist das denn? Ich habe mein Headset muss ich gerade erst anstecken und dann den Ton vom Video ausmachen, sonst hätte ich dich doppelt gehört. Gut. Okay, also wenn man auf beschäftigt geht, dann hört man das Klingeln nicht. Das ist gut. Was ist das, wenn ich mit jemandem spreche? Kann mich denn derweil noch jemand... Ja, klar. Was, ja klar. Ja, also den kann ich noch ein Gespräch annehmen auch, ne? Aber ich kann nur mit einem sprechen zurzeit natürlich. Wenn mich Leute irgendwie über Skype kontaktieren, meine ich. Kommt drauf an, was du für Skype hast. Skype ist Skype, oder? Ja, nee, also ich habe jetzt die neueste Version und glaube, kann dann auch noch zusätzlich Leute mit reinnehmen. Ach so, ja, eine Konferenz meinst du jetzt, dass die? Ja, das weiß ich, das geht Ja, nee, auch. das Ja, geht ja. sowieso. Ja, das weiß ich, ja. Aber jetzt getrennt zum Beispiel, könnte man ja immer nur natürlich ein Gespräch führen, logischerweise. Geht ja Ach gar so, nicht. ja. Geht ja gar nicht anders. Ja, das sagt ja schon das Wort getrennt. Richtig. Gut, dann wollen wir mal gucken. Also diesen Link hier, aha, den muss ich also weitergeben. Da oben drin steht halt. Wieso ärgern die dich? Was machen die mit dir? Die haben mich mit Fischen verprügelt. Ach, dieses Ja. Slaps around irgendwas. Was soll das eigentlich? Genau. Wo kommt das überhaupt her? Ach, das ist so ein alter Internet-Gag. Ja, ich glaube auch. Okay, ich twittere jetzt mal. Der Fernsehkritiker.
Meinst du, das interessiert jemanden? Ja, gucken wir mal. Was willst du überhaupt machen? Nur so. Wenn jemand mir eine Frage stellen möchte oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ah, okay. Was auch immer. Wenn kein Bedarf ist, habe ich dich ja immer noch. Ach, ich bin der Notnagel. Danke. So, da gebe ich auch die Adresse vom Chatroom an, natürlich. Ne? Ist ja eigentlich ziemlich idiotensicher. Habe ich gar nicht gedacht, dass das so einfach geht. Selbst du kannst das. Ja, genau. Ja, da hast du recht, das ist wirklich so. Das will schon was heißen. Hast du schon die Postecke geguckt? Nein, ich bin noch nicht dazu gekommen. Kein Problem. Gibt's was Interessantes? Uch. Ja, ich denke mal, diese Geschichte nochmal zu diesem ganzen Integrationskram da und so. Das ist schon nicht uninteressant. Stimmt, da hast du sicher viel gekriegt. So, jetzt ist es raus. Spannung. Du, ich habe heute eine ganz tolle Gruppe entdeckt. Musik oder was? Wir wollen. Bitte? Nee, auf Facebook. Wir wollen Gutenberg zurück. Mit einem T, ne? Ja. Ja, habe ich auch schon gesehen, ja. Das Beste daran ist eigentlich, dass sich Gutenberg-Fans dorthin immer wieder verirren. Ja, die checken das nicht, ne? Genau. Total, boah. Ich habe auch gestern in der Pro-Gutenberg-Gruppe gestöbert, da so Best-of zusammengestellt. Es liest sich vieles wirklich wie der Hauptschule, 8. Klasse abgebrochen. Am besten ist doch die, wo ich den Screenshot gemacht habe, diese Schwiegertochter gesucht, Fangruppe, ne? Ja. Da weißt du so ungefähr, so was so die Gutenberg-Fangruppe ist, ja. So, jetzt dürfen wir Genau. nicht mehr unsere privaten Sachen besprechen, weil Oh. jetzt Okay. Gucken Leute zu. war ja auch nicht privat. Ich weiß nicht, ob 19 du... Zuschauer schon. Ist so? Keine Ahnung. Ja. Wo sieht man das? Direkt unter dem Video. 19 Zuschauer folgen dir. Ah, 19 Viewers. Hallo Leute, ich bin's. Ja, ich probiere das mal aus hier. Und ihr könnt mit mir chatten, wenn ihr möchtet. Oder skypen. So. Skypen traut sich bestimmt keiner. Die sind alle feige. Genau. Obwohl es eigentlich läuft, wenn jemand anfängt. Ah. Du hast ja angefangen. Das ist doch gut. Ja. Wie kann ich jetzt am besten meinen Bildschirm so einteilen, dass ich alles gleichzeitig sehen kann? Das ist irgendwie schwierig. Den Browser mit dem Video zusammenziehen und den Chat daneben. Ja, genau. So habe ich es auch. Ich muss mich ja auch gar nicht sehen. Ja, ich glaube, du weißt, wie du aussiehst. Ja, genau. 41 Viewers. Ja, Leute. Hallo? Das ist mal ein Experiment jetzt. Wir dachten, wir testen mal Fernsehkritik TV live sozusagen. Ich bin gerade im Gespräch mit Merit, Hallihallo. Moderatorin aus dem Forum. So. Und wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen habt oder so, dann könnt ihr mir sie gerne stellen. Über Sigmund Freud reden, ja, auch nicht schlecht. Gute Idee.
Ja, Kinners. Was soll ich denn jetzt? Soll ich dich ein paar Sachen fragen? Genau, mach du mal die Moderatorin. Gut, dann erzähl einfach einen Schwank aus deiner Studentenzeit. Aus meiner Studentenzeit. Ein Schwank. Ja, das war ja immer, ich habe ja Soziologie studiert. Und da hast du ja immer so, hat man ja merkwürdige Leute getroffen. Also es war ja wirklich, die irgendwie über alltägliche Dinge nicht mit einem nicht sprechen konnten. Man konnte mit ihnen über Theorien sprechen, über die abstrusesten Dinge, aber wenn es darum geht, irgendwie, lass uns doch mal einfach mal über das Alltägliche sprechen, über das Wetter oder über die Uhrzeit, dann waren sie überfordert. Okay, warum? Ja, weil sie in Hast ihrer du da eigenen Ahnung? abgedrehten Welt irgendwie gelebt haben. Deswegen habe ich auch das Studium irgendwann aufgehört, weil das nicht meine Welt war. Aha, Mr. Morrison, no, was, auch Soziologie? Nö. Nee, in Hamburg habe ich studiert. Was für einen Rasierer ich benutze? Ich rasiere mich nass. Aber es ist länger nicht passiert, das stimmt. Aber morgen, morgen. Weil morgen gehe ich ins Theater. Wo geht's hin? Ins Schmidt-Theater. Villa Sonnenschein. Okay. Witzig, habe ich schon mal gesehen. Habe meiner Schwester zu Weihnachten geschenkt, die Karte, und ihrem Freund, der hat Geburtstag gehabt. Also Deswegen gehst du ins Theater. geht alles auf meine Kosten. Ja, ich bin ja dabei. Ha, jetzt. Jetzt Ja, ruft jemand okay. an. Na dann. Hallo. Hallo, Holger. Hallo. Bin ich mit dir am Chat bist, glaube Pattpirat. ich. Ja, bist du. Das glaube ich ja nicht. Ja, Extrem genau. klasse. Grüß dich, Cool. du. Ja, Tag. Hat noch kein Schieß anderer los. angerufen? War ich jetzt echt der Erste, oder? Ja, also Merit ist halt aus einer Moderatorin aus dem Forum. Die zählt jetzt nicht. Ach so, gut. Glaube ich, war echt gutes Timing gewesen. Ja. Du, So. ich wollte mal fragen, wegen München, ne? Sind wir noch in Ja. München gewesen, genau. Gibt es da schon irgendwelche Neuigkeiten mit dem Termin? Weil ich hatte ja eigentlich, habe ich auch mal geschrieben, vorgehabt, hinzukommen zum Treffen und dann auch gleichzeitig auch noch, was ich, wie ich weiß, ob das jetzt dir so genehm ist, während des Verfahrens selber mit dabei zu sein. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Was hältst du allgemein von der Idee, dass man wirklich als Prozessbeobachter reingeht? Kein Problem, das ist ja eine öffentliche Sitzung, da kann jeder hinkommen. Ich weiß aber, dass es unglaublich viele Anfragen mittlerweile gab. Ich weiß nicht, wie groß der Gerichtssaal ist. Und am Ende geht es vielleicht einfach darum, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und wenn der Gerichtssaal voll ist, wird keiner mehr reingelassen. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber sonst sehr gerne. Also Unterstützung ist immer gut. Okay, Der gut. Termin ist jetzt halt erstmal ausgefallen am 22. März. Einen neuen Termin weiß ich noch nicht. Was war das einfach komischer Sound da? Da hat mich jemand im Chat jetzt direkt angesprochen. Den Bonk, das ist ein bisschen Ach blöder. so, okay. Nein, das Game One Team ist in der übernächsten Folge, in der 65. Wurde ich gerade gefragt. Okay. Jo, wollte ich noch was fragen? Moment, muss mal eben nachdenken. Das war jetzt eigentlich meine Hauptfrage gewesen. Muss mal eben, gib mir mal 3 Sekunden Zeit, ich muss mich mal eben sammeln. Kein Problem. Du wohnst in München oder was? Nee, ich wohne in Duisburg, aber ich wollte hin, weil im Semesterferien war ich mal nach München hin und so und habe mir gedacht, Mensch, So. ich würde nach einer guten Gelegenheit nochmal den Holger persönlich kennenzulernen und so. Das ist doch in Düsseldorf eine bessere Gelegenheit, wenn das Fantreffen in Düsseldorf ist. Das stimmt, aber ich wollte eben auch mal mit dem Prozess einfach dabei gewesen Ach sein, weil ich so, mache, okay. weil ich studiere jetzt nicht Jura an sich, aber quasi Halbjura in Anführungszeichen, aber mein Studiengang mit drin. Und ich wollte halt mal gerne sowas selber betrachtet haben. Ich weiß halt nur nicht, ob das eventuell, weil keine Ahnung, wenn da 1000 Leute mit komischen T-Shirts sind, dann, ob das sich irgendwie auf den Richter negativ auswirken, sich irgendwie auswirken kann oder so. Weil ich glaube, es würde nicht dir so genehm ist, dass man wirklich da Nö, ist. nein, nein, also das, man muss ja jetzt da nicht in Protest-T-Shirt hinkommen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wenn der Richter sieht, dass es da eine unglaublich große Protesthaltung auch gibt gegen diese Call-in-Abzockereien, ist das ja nur positiv. Kurze Frage, wenn ich das böse B-Wort jetzt benutzen würde, würden die mich dann eventuell auch bekommen oder würden die dann irgendwie dich packen deswegen oder? Jetzt in unserem Gespräch hier gerade, oder wie? Weil du gerade Abzocke gesagt hast, das hat mich jetzt gewundert. Ja, das ist so in Mark und Bein übergegangen, in Ach Fleisch und so. Blut.
Weil bei dem Wort, wenn man es schreibt, ist es immer, muss man mal aufpassen, ne? Nee, Ja. ich könnte jetzt auch Betrug sagen, ja. Tue ich aber nicht. Ehrlich gesagt, Wolltest du das mich hat jetzt mich in die dann Falle sehr. locken oder was? Wie bitte? Wolltest du mich jetzt in die Falle locken oder was? Nein, ja, ich bin ein Meiermacher mit Stimmverzerrer. Oder Entschuldigung, Ja, der Herr M. Es gibt ja viele Meiermacher, ist nicht ja. zwingend. Ich Meyerbacher kenne ich nicht. Kann, noch nie gehört. Natürlich, Kenne ich Anwälte nicht. bitte weg, ja. Wer ist das? Wobei. Genau. Nee, finde ich auf jeden Fall gut, dass. Ich meine, dass es nochmal, wenn ich in die Medien kommen werde, wenn ich Zeit, weil ich meine, nur live und so weiter ist gut und schön, ne? Vielleicht kennst du mich auch aus dem Grünen Gnome Forum. Ich bin da bereit als Pleitegeier. Ich habe ja sogar mal angerufen, bin mal durchgekommen in die Sendung und so. Das war auch nicht ganz angenehm, sage ich mal, aber ich finde das an sich jetzt nicht immer ganz dramatisch, sage ich mal so, ne? Weil das ab und zu durchaus einige unterhaltsame Elemente hat. Aber was jeder abzählt, denke ich mir wirklich, das ist dermaßen auffällig. Zu viel des Dass Guten. das ist bitte zu viel des Guten. Ich meine, bei einer Live hat man auch andauernd Alex, der tausendmal durchkommt, ne? Aber dass immer dieselben Stimmen unter verschiedenen Namen durchkommen, immer in derselben Phase, das fand ich also. Ich meine, das haben wir alles so durchgekaut, also ich will jetzt nicht noch damit langweilen oder so. Ja. Nee. Es ist Aber. mittlerweile ist es auch in der Tat langweilig, aber es gibt diesen Sender halt nach wie vor, ne? Ja. Ja, gut. Obwohl die Sendung ja, glaube ich, inzwischen. Ich weiß nicht, wie es da genau steht. Sind die Sendungen immer noch alle aktiv oder gibt es langsam einen gewissen Rückgang? Meinst du jetzt, also neuen Live meinst du jetzt nicht, sondern du Neu Live meinst. meine ich nicht, nein. Neu Live ist noch ein anderes Thema, Nein, weil die ich aber Sendungen, gleich darauf zu die sprechen komme. Gegenstand des Prozesses sind alle eingestellt. Da Ja. gibt es keine einzige mehr von. Aber es gibt noch Nachfolgersendungen von dieser Firma, oder? Oder mit denselben Hintermännern? Primavera produziert derzeit meines Wissens gar nichts. Ich Okay. glaub auch, dass diese Firma bald in der Versenkung verschwindet. Das habe ich auch noch gestern bei den Grünen gelesen. Ne? Das war doch Sache, wo die völlig überschuldet waren und so weiter. Wo da war es jetzt die Telekom Austria ausgestiegen ist bei denen. Ja, genau. Ja. Es war damals vor 2, 3 Jahren ja mit dieser Firma Call Active war es ja genauso. Die haben ja dieses Money Express da produziert. Ja, genau. Plötzlich waren die weg. Ne? Das war sogar noch während des Prozessierens mit Mark und deswegen hat er ja auch noch gleich den Prozess gewonnen. Weil eine Und dann Firma, die nicht. nicht mehr existiert, kann auch nicht mehr prozessieren, ne? Das finde ich klar, weil immer neue Firmengründe ist, Wobei ich mal wieder ausdrücklich nicht verzögern. darauf spekuliere, weil ich möchte schon gerne, dass es auch zu einer Verhandlung kommt. Also es würde mich direkt ärgern, wenn Primavera jetzt sagen würde, wir verschwinden jetzt. Dann hätten wir ja Ach. gewonnen in München automatisch. Ah ja. Also das würde mir zwar das Risiko nehmen, dass ich vielleicht verliere, aber auf der anderen Seite wäre es eben auch schön, ja, so eine Verhandlung mal durchzuführen, weil es ist einfach wichtig, dass sowas mal in der Öffentlichkeit diskutiert wird, vor einem Richter, ne? Ich frage mich, wie das Ende von den Sendungen, die noch da sind, da laufen wird. Weil das war ja, glaube ich, so bisher so, dass die Sendungen, als sie abgesetzt wurden, danach tausende Jackpots ausgespielt haben, mit gigantischer Summe und so weiter. Ja, Also, genau. Ja, in ich habe. Belgien war es ja auch so. Bei Oh ja, das war wirklich eine gute Aktion. dieser Geschichte. Ja, da haben sie auch am Ende plötzlich noch ein paar überraschende große Gewinne ausgespielt und weg war die Sendung. Das Ehrlich? ist echt, Okay. ja. Ja, Ist also, unglaublich. okay. Und ich, aber es gab auch noch eine andere Sendung, die ein. Sorry, ich bin gerade etwas verschnupft. Ich höre mich also ein bisschen nasal an, sage ich mal. Es gab doch jetzt aber eine Sendung, die neulich, will ich jetzt nicht sagen, aber neuerlicher, sage ich mal, eingestellt wurde, wo dann eben diese Jackpot-Sache nicht abgezogen wurde, sondern sie halt. Leute durchgestellt haben, die irgendwie dabei, dass doch alles Betrug und so weiter, gut, dass es weg ist. Also ich frage mich, wie da deren Strategie ist. Oder ob sowas überhaupt gezielt geplant wird oder ob das nur die zufällige Idee eines Redakteurs ist. Du meinst ja speziell dieses, dass da Leute durchkommen, die sagen, das ist Betrug, oder wie? Ich meine das so, dass ich glaube, bei der Einigung, also du kennst ja noch immer zurückgegangen. Hat man eine Sendung gehabt mit diesen Jackpots, wenn du noch rausgehen und so weiter in riesigen Mengen. Und dann gab es noch eine Sendung, die habe ich glaube, in der letzten Folge von der Sendung, die auch abgesetzt wurde, war es Ja. dann so, dass sie anstatt von Scheingewinnern, ganz klar in Anführungszeichen, keine Abmahnung bitte an mich, und halt Leute durchgestellt haben, die, wenn ich hintereinander 2, 3, 4, 5, 6 Leute durchgestellt haben, die alle irgendwas von wegen Betrug erzählt haben. Also quasi, um die Kritiker noch ein bisschen zu parodieren quasi. Sollten es Ach dann die so, letzten noch immer ja. sein. Ja, das stimmt. Das war in der letzten Sendung von Anrufen und Gewinnen in Österreich, ne?
Stimmt. Jo, Da hat das leider, muss viel gewesen sein, ja. niemand einen Mitschnitt von gehabt. Das hätte ich mir hinterher auch noch gern besorgt. Leider hat das keiner gehabt. Nee, ich glaube ganz einfach, die haben sich gesagt, wir sind am letzten Tag mal ehrlich und stellen echt mal echte Anrufer durch. Ich glaube, das war der einfache Grund. Ja, die haben gedacht, wir probieren es mal am letzten Tag, jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt stellen wir mal wirklich Leute durch und dann haben sie gesehen, was passiert. Meine Theorie, weiß ich nicht, ob es stimmt. Ich glaube nicht, dass die so viel Ironie haben, das selber so inszeniert zu haben, dass da Leute anrufen, die sagen, das ist Betrug. Kann ich mir nicht vorstellen. Das haben sie inzwischen selbst bei Live nicht mehr, ne? Das Nee, haben sie früher mal genau. überlegt, aber inzwischen auch nicht mehr. Ich muss ja mal kurz ein paar Sachen aus dem Chatroom beantworten. Oh Die ja, klar. Nehme ich die jetzt bleibt. hier ewig in Beschlag oder was? Nee, kein Problem. Bleib ruhig dran. Solange auch keiner anruft. So, warte mal. Was haben wir denn hier noch für Fragen gehabt? Jetzt ruft Jonas an. Warte mal. Warte bitte, Jonas. Ich nehme gleich. Ich sag's mal tschüss, ne? Pat. Hau rein, viel Danke Spaß noch. fürs Sprechen. Tschüss. Jo. So, Jonas, du bist gleich dran. Warte mal. Ich muss ja mal kurz ein paar Fragen aus dem Chatroom beantworten. Wie ist der Fernsehkritiker dazu gekommen, Fernsehkritiker zu machen? Oh Gott, wo soll ich jetzt da anfangen? Habe ich ja auch schon mal erzählt, auch auf der Best of 2007 DVD. Im Grunde habe ich 2003 mal selber Fernsehen gemacht, Boulevardfernsehen, unterste Schublade, und habe nach einem halben Jahr damit aufgehört und habe mir gesagt, so, das ist also das Fernsehen. Nicht nur als Zuschauer betrachtet, sondern als Journalist. Und es hat mich sowas von entsetzt, dass ich mir gesagt habe, ich muss jetzt irgendwie was dazu machen. Und habe dann 4 Jahre lang diese Seite nur mit Texten bestückt, ab und zu. Und dann kam mir irgendwann die Idee, ach, es ist ja eigentlich viel besser und ergiebiger, wenn ich den Leuten auch zeige, was ich meine. Und dann ist diese Idee zu diesem Magazin halt entstanden. Und ja, ich habe dann ja auch von diesem Kalkofe-Urteil erfahren, dieses Bundesgerichtshofsurteil, dass ich ja auch damit sicher gehen konnte, dass ich mich nicht strafbar mache, wenn ich Original-Fernsehmitschnitte benutze. So, und das ist so die Kurzversion. So. Wie genau lief dann der Ausschnitt beim Rausschmiss beim NDR wegen der GEZ-Kritik? Ja, ich habe ja diese Kampagne, dafür zahle ich nicht, ins Leben gerufen, die ja nichts weiter als eine Verarsche auf die natürlich zahle ich Sache war. Und denn ich hatte ja gerade ein bisschen Kapital über, wegen dieser GmbH-Gründung. Und dann habe ich halt gedacht, ich mache mal einfach einen Werbespot. Und den haben wir auch in ein paar Kinosälen dann eben abgespielt, dafür zahle ich nicht Geschichte, wo der Typ dann auch sein, der CF, der Pascal, auch seinen Pullover aufmacht und dann und auf diesem T-Shirt dieser Spruch steht, also diese 1:1-Verarsche, auch natürlich zahle ich. Und ja, ich war während der Zeit noch beim NDR tätig, allerdings als freier Berufler und nicht weiter irgendwie jetzt Fulltime oder sondern nur gelegentlich mal. Und dann hat mich meine Chefin irgendwann angerufen, weil irgendwer das rausbekommen hatte, dass ich also beim NDR tätig bin. Und da hat das Justiziariat, das NDR, beschlossen, der darf nicht wiederkommen. Der ist ein Verräter. Und da hat meine Chefin mich eben angerufen, hat gesagt, so, tut mir leid, alle Termine, die wir bereits mit dir abgemacht haben, sind gecancelt. Du bist hiermit raus. Und ich habe dann aber gedacht, so, okay, was die können, kann ich auch. Habe dann eben eine Pressemitteilung rausgegeben. Über Newsdesk, also richtig, dass die an alle Redaktionen in Deutschland geht. NDR feuert GEZ-Kritiker und habe dann eben damit erreicht, dass tatsächlich auch den Spiegel Online und alle möglichen Medien darüber berichtet haben. Ich glaube, der NDR hat sich sehr darüber geärgert, dass es so gemacht hat. War auch ein bisschen naiv. Aber dieses Justiziariat ist sowieso ein bisschen merkwürdig beim NDR. Die sind sehr berüchtigt, weil die andauernd Entscheidungen fällen, bei denen die Redaktionen sich immer an den Kopf fassen und sagen, oh Gott. Das können wir doch nicht umsetzen, was die hier wollen. Ja, aber es hat dem Magazin eine Menge neue Zuschauer gebracht und man sieht, ich komme ja auch ohne NDR zurecht und habe jetzt sogar noch mehr Luft zum Atmen. Natürlich war das damals ein bisschen ja, ein Widerspruch zu sagen, ich mache zu einerseits dafür zahle ich nicht, auf andererseits bin ich beim NDR tätig. Aber ich habe am NDR ja nie Fernsehen gemacht. Ich habe am NDR Online-Geschichten gemacht. NDR.de, NDR Teletext, das sind ja die Sachen, die ich gemacht habe. Ich war ja nicht für Fernsehinhalte zuständig. Dann wäre es in der Tat doppelzüngig. Dann wäre es albern gewesen. Aber ich hatte eh damit mit dem Gedanken gespielt, da bald aufzuhören. Man hatte mir auch schon so einen Rahmenvertrag angeboten, den habe ich ja schon abgelehnt, weil ich gesagt habe, nee, mittelfristig will ich nicht mehr hier arbeiten. Insofern war das ja auch schon geplant. So.
So, Holger, würdest du das oft verbreitete subjektive Empfinden bestätigen, dass die Qualität des Fernsehens über die letzten Jahre abgenommen hat? Ja, würde ich bestätigen, auf jeden Fall. Weil das Fernsehen, man sieht ja, wie es immer mehr mit Billigfernsehen gefüllt wird, mit Billigprodukten, die kein Geld kosten. Und wenn RTL einmal im Jahr hier in Hamburg, in Söldorf, das war ich ja auch schon mal, immer groß präsentiert, die TV-Highlights der kommenden Fernsehsaison. Und dann plötzlich werden als Highlights schon Sachen wie Verdachtsfälle und Betrugsfälle präsentiert. Sendungen, die man früher so nebenbei weggesendet hätte. Dann merkt man ja schon, was heutzutage als Highlight gilt im Fernsehen. Braucht der Fernsehkritiker noch Spenden? Brauchen ist nicht unbedingt der Fall. Es geht momentan ganz gut. Ich bin natürlich immer offen für Spenden, aber es gibt keine akute Not. Also das, was ich an Gerichtsgeschichten zahlen musste, ist erstmal alles bezahlt. So. Gibt es schon irgendwelche Ideen für eine Location für das Fantreffen in Hamburg? Ideen gibt es, aber noch nichts Konkretes. Wenn du da eine gute Idee hast oder eine gute Verbindung hast zu irgendwem, melde dich gerne. So, was hältst du von der Serie Pastewka? Ja, finde ich sehr lustig. Ich finde, Bastian Pastewka ist echt ein super Comedian. Obendrein auch jemand, der sehr intelligent ist und sehr niveauvoll ist. Ich hoffe, dass der auch mal irgendwie eine größere Show richtig mal im Fernsehen macht, weil der hat echt viel Potenzial, finde ich. Können wir bitte auf Justin TV wechseln? So können wir dich sehen und schreiben. Das ist mir da zu unübersichtlich bei Justin TV mit dem Chatten. Sorry, aber ich würde es lieber hier im IRC-Channel machen, wenn möglich. Ja, diese komischen Geräusche sind aus dem IRC-Channel. Wie kann ich denn die mal abstellen? Kann mir das jemand sagen? Die nerven wirklich ein bisschen, ich gebe es zu. Warte mal, Einstellungen. Alle Hinweistöne aus. Aha, alles klar, ich habe es schon. Okay, super. Jetzt müssten die Geräusche weg sein. So. Okay. Gibt es denn von der Folge mit Game One auch eine ungeschnittene Version? Weiß ich auch noch nicht. Ich habe es noch nicht gedreht. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was dabei rauskommt. Wenn es irgendwie Material gibt, was ich nicht verwendet habe und was man trotzdem zeigen kann, dann mache ich das gerne. So, jetzt kann auch gerne wieder angerufen werden. Sorry, ich musste gerade mal erstmal die Chats hier irgendwie, die Channel-Geschichten. Gerrit Schmitz, alles klar. Hallo. Ach, da bin ich tatsächlich mal durch die Leitung gekommen. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Guten Feuer. Abend, hallo. Ja, erstmal muss ich dir auch nochmal sagen, ich verfolge deine Sendung von Anfang an, mehr oder weniger schon. Und ich bin auch Tatsächlich. der geschrieben hat, dass ich gern das Event in Düsseldorf gerne filmerisch festhalten möchte. Ah, alles Vielleicht klar. erinnerst du dich dran. Ja, ich erinnere mich. Doch, wir wissen ja relativ viel über dich in Anführungszeichen. Was ich immer ganz interessant wäre, man sieht dir immer wieder bei Doppelkino TV oder wenn ihr bei irgendwelchen Veranstaltungen filmt, deinen Kumpan und auch Kameramann Mario. Ja. Es wäre mir interessant zu wissen, was er so macht oder wie ihr euch zusammengefunden habt und ob ihr euch schon vor Fanskritik TV kanntet oder erst über Fanskritik TV kennengelernt habt. Nee, wir kennen uns schon seit Ende der 90er Jahre. Haben uns über einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Und unter anderem war der Anlass eigentlich, dass wir beide auf James Bond-Filme stehen. Und der Freund hat, also Mario ist noch ein größerer James Bond-Fan als ich. Der ist richtig besessen. Wenn du in seine Wohnung gehst, da hängt nur James Bond-Plakate. Du siehst die Tapete gar nicht mehr. Es ist von oben bis unten vollgeklebt mit James Bond. Also er ist schon noch eine Ecke radikaler noch als ich. Und dieser gemeinsame Freund hat eben gesagt, ja, ich kenne da jemanden, der findet auch James Bond-Filme toll. Und dann hat er ihn mal mitgebracht. Und da war sofort irgendwie ein Draht da. Wir haben gemerkt, wir sind beide Filmfreaks, haben uns für Kino verabredet und so ist dann die Freundschaft entstanden. Ja. Und kameramäßig macht das auch nur so hobbymäßig, wie es zum Beispiel auch bei mir der Fall ist? Oder hat er da auch eine Ausbildung in dem Bereich? Nee, das macht er Oder? nur hobbymäßig. Also, nicht schlecht. Ja, ich finde auch. Er ist als Kameramann wirklich immer. Vor allem wissen wir auch beide immer sofort, also er ist sofort auch immer eine Antenne da. Also ich muss ihm gar nicht sagen, was ich will. Er weiß es auch immer sofort selber. Das ist immer sehr angenehm. Ich weiß nicht, arbeitest du richtig in dem Bereich oder? Ich mache es noch freizeitmäßig, bin aber schon in die Google AdSense-Geschichte eingestiegen. Aber Ich du hast habe auch schon mit Redakteuren oder so zusammengearbeitet, die dich dirigiert haben, was du drehen sollst oder sowas oder? Achso, ich bin okay. mein eigener Redakteur, aber ich Okay. habe
weil ich habe ja, später im Medienbereich zu ich habe ja eben auch als Fernsehredakteur gearbeitet und habe dann immer mit Kamerateams zusammengearbeitet. Und man hat eben schnell gemerkt, es gibt eben Kamerateams, wo du sofort weißt, die wissen genau, was ich will. Denen muss ich nicht viel sagen. Und es gibt andere Kamerateams, denen muss ich immer von vorne bis hinten erklären, erst was ich überhaupt haben möchte. Verstehst du, was ich meine? Das verstehe ich. Man muss einfach eine gewisse, die gleiche Weltsicht irgendwie haben, glaube ich. Redakteur und Kameramann. Den passt es einfach am besten. Man ja. muss gleich bescheuert sein. Ja, weiß wie man immer, wie man es nennt, ja. 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 Gut. Dann will ich auch nicht zu lange aufhalten. Nö, kein Problem, ich freue mich. Du willst also in Düsseldorf filmen, oder was? Ja, das habe ich vor. Ja, super. Da komme ich sogar eine Fernsehkamera. Ja, coole Sache. Wunderbar. Wir suchen immer noch eine Location, ne? Also wenn du da einen guten Vorschlag hast, dann lass es gern von dir hören. Ich höre manchmal um, ob ich was finde, aber mach dir da mal so keine so großen Hoffnungen. Wieso? Weil ich jetzt keine Leute kenne, wo wirklich an wirklich große Locations. Achso, du meinst jetzt nur, weil du jetzt selber, okay, aber. Obwohl, vielleicht kriege ich da was. Ich habe Verbindung, ich organisiere jetzt ein YouTuber-Treffen hier in Düsseldorf mit. Mhm. Und vom Deutschen Roten Kreuz haben wir da eine Location bekommen. Ich kann ja mal mich umhören, ob da vielleicht auch noch was Großes gehen würde, aber verspreche dir nicht so viel. Das ist jetzt erstmal nur eine Vermutung. Okay, super. Ja, ich habe ja auch schon Vorschläge bekommen, aber es sind entweder so Lokalitäten, wo es ein Fünf-Gänge-Menü und sowas gibt. Ich meine, das kann ich den Leuten nicht zumuten, dass sie da was ich in Vermögen ausgeben sollen. Das ist am besten da irgendwie nur eine Art Kneipe, wo ein größerer Raum irgendwie mit dran ist. Sowas, ihr Westfalen, ihr seid doch da alle immer so trinkfreudig. Sowas gibt es doch bestimmt dutzendfach in Düsseldorf. Ja. Ich meine, ist mir klar, es ist ein ungünstiger Zeitpunkt, weil ganz Europa ist in der Woche zu Gast in Düsseldorf. Ne, deswegen ist mir klar, dass das nicht so einfach ist, aber es gibt auch schon bereits den Vorschlag, irgendwie in Neuss soll es irgendwas geben, das wäre wohl möglich. Das ist wohl nicht weit weg von Düsseldorf, ne? Nö, das ist sogar teilweise mit U-Bahn direkt aus Düsseldorf herzuholen. Ja, genau, also da gibt es auch schon eine Überlegung. Also wir kriegen das irgendwie hin. Auf alle Fälle. Darf ich dir noch eine Frage stellen, die mich schon immer interessiert hat? Ja, bitte. Wie viele Nachrichten bekommst du ungefähr pro Tag von Usern über E-Mails, über YouTube ist ja auch wieder eingestiegen. Wie viele Nachrichten bekommst du da ungefähr so pro Tag? Oh, das ist, also es sind, das können, also gerade wenn eine neue Folge erschienen ist, können das an die 100 sein oder noch mehr. Weil du schaffst sie alle zu beantworten, mein Respekt. Nee, nicht alle, nee. Das schaffe ich nicht. Also ich, wo diejenigen, wo ich mal denke, das könnte was für die Postecke sein, die kommen mir erstmal in so einen Extra-Ordner. Und dann antworte ich entweder verspätet noch oder ich nehme es dann wirklich für die Postecke. Und wenn Leute Hinweise schicken fürs Fernsehprogramm, das bitte ich auch dann nicht persönlich zu nehmen, da antworte ich nur noch in seltenen Fällen, weil das kommt dann gleich, wird von mir notiert und super. Aber jetzt noch jedes Mal zu sagen, irgendwie danke für den Hinweis, das ist mir auch zu viel. Also ich antworte auch konkret auf die E-Mails natürlich, wo mir wirklich konkret eine Frage gestellt wird oder wo eine Bitte an mich herangetragen wird oder so. Darauf antworte ich natürlich auch, das ist klar. Ja, ich danke dir für den Vorschlag für mit Cold Mirror. Habe ich gestern Abend reingeguckt bei eins Festival. Lustig, oder? Es war okay, die Sendung. Also wenn ich denke, dass besonders viele das erzählt, dass sie da auch noch Spielraum haben und nicht strikte Vorgaben haben. Ja, ja, genau. Also ich fand diesen Misheard Lyric gestern, fand ich den anderen besser mit Keks, alter Keks. Aber der war auch lustig. Fand ich auch. Aber ich glaube, bei diesen arabischen Schlagern, da kann sie, glaube ich, mehr lustige Sachen rausziehen. Das war diesmal ja so ein finnischer Song. Ja, der hat mich auch nicht vom Hocker gerissen, muss ich sagen. Ja, teilweise. Naja. Kann man okay. Mit dir nochmal über Skype so telefonieren, ohne jetzt 230 Leute mit zu belabern? Das ist möglich. Da musst du mich aber bitte an... schreiben über Fernsehmogul bin ich dann. Also Fernsehkritik TV ist jetzt nur eingerichtet für diese Geschichte hier. Fernsehmogul, wo ist er mal gekommen? Genau, jetzt werden wir auch 1000 Anfragen wahrscheinlich. jetzt ist es raus, scheiße. Na gut, Holger, dann will ich nicht weiter aufhalten. Ja, dann sehen wir uns ja in Düsseldorf spätestens, ne? Boah, ich denke auf alle Fälle. Ich bin der Verrückte mit der Kamera dann. Alles klar, super. Mach's gut, Gerrit. Danke, schönen Abend noch. Ciao. Dir auch, ciao. So. Jetzt sind hier wieder... Ach. Was halten Sie vom Verhalten der deutschen Informationssender
in Bezug auf die Aufstände in Afrika, besonders in Ägypten. Was meinst du mit dem Verhalten? Also ich gestehe, dass ich jetzt N24 und NTV wenig geschaut habe bei der Berichterstattung. Phoenix fand ich sehr gut. Also Phoenix hat wirklich Ägypten speziell wirklich teilweise fast rund um die Uhr begleitet und war immer mit dem Korrespondenten in Verbindung. Das hat mir richtig gut gefallen. Das war echt gut. Jetzt bei Libyen ist es nicht mehr so, komischerweise. Heute Nachmittag schalte ich Fernsehen ein, was läuft auf Phoenix? Karneval. Also ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ich meine, ich weiß, alle diejenigen, die Karneval mögen, ist okay, aber ich als Norddeutscher habe damit halt nichts am Hut. Und deswegen reagiere ich darauf doppelt allergisch, wenn ein Nachrichtensender auch noch anfängt mit Karneval. Das muss nun wirklich nicht sein. So, soweit ich weiß, hast du in einer Folge mal gesagt, dass du MTV Home recht lustig findest. Was sagst du dazu, dass es bald eingestellt wird? Ja, ich meine, wenn MTV jetzt verschlüsselt nur noch läuft, ist es ja konsequent, das einzustellen. Also das hat ja keinen Sinn mehr. Also das würde ich an deren Stelle auch machen, wenn ich Klaas und Joko wäre. Die machen ja jetzt bei ProSieben ein paar Sachen und ja, dann hoffen wir mal, vielleicht machen sie ja mal wieder sowas in die Richtung. So. Was sind das alles für Zahlen hier? Was hältst du von Edward Norton und Robert De Niro? Da habe ich jetzt gerade einen Film für Kartoffelkino TV geguckt, der heißt Stone. Absolut stinklangweilig. Also Kritik kommt demnächst. Da haben die beiden die Hauptrollen gespielt. So. Flo ruft an. Hallo Flo. Hallo Holger, ich wollte dich mal was fragen. Du hast dich mal zu Tobias Schlegel Ich geäußert. hab's befürchtet, dass das kommt. Ja. Ja, ich weiß, er hat mal bei ProSieben irgendeinen Scheiß moderiert und so. Ich glaube, ich habe das sogar mal gesehen, damals, die Anfänge. Und, Na, die aber ich Anfänge waren glaube, bei Viva. Da war er vorher ach noch. so. Auf jeden Fall, ich finde eigentlich, dass er seinen Job doch ziemlich gut gemacht hat. Ich weiß, er war zwar auf der bösen Seite, aber ich muss sagen, er hat das an sich schon ganz gut gemacht. Also, wenn es jetzt nur darum ginge, dass ich ihm seine Vergangenheit vorhalten würde, dann würde ich sagen, okay, der hat sich gut entwickelt. Aber ich finde auch die Art und Weise, wie er extra drei macht, gefällt mir nicht. Ich habe mir jetzt gerade die letzte Folge, die jetzt kam, nochmal wieder angeschaut, weil ich mir dachte, jetzt habe ich so viel Prügel bekommen, weil ich einmal mich über ihn böse geäußert habe. Allein schon die ersten 2 Minuten mit seinen komischen Sprüchen da und dieses aufgesetzt lustige. Ich weiß nicht, ich komme damit nicht zurecht. Ich bin so ein Oldschool-Fan von Extra 3, wie es damals war. Das ist eine ganz andere Sendung gewesen. Ich finde es einfach schade, wie der NDR diese Sendung kaputt gemacht hat, finde ich. Meine Meinung. Aber ich nehme das zur Kenntnis. Ich habe jetzt viele Rückmeldungen bekommen und viele sagen, dass sie ihn gut finden und gut finden, wie er das macht. Ich nehme das zur Kenntnis, ja. Wen kannst du dir eigentlich als würdigen Wetten, dass Nachfolger sozusagen, also von Gottschalk Ach vorstellen? so, ich dachte jetzt kommt extra drei Nachfolger. Da hätte ich Ja, nämlich das auch. Martin Sonneborn gesagt. Das wäre genau der Richtige. Ja, Martin Moment. Sonneborn hat genau diesen satirischen Blick auf die ganzen Dinge und der hat eben so eine gewisse Ernsthaftigkeit, in dem, was er macht. Der muss nicht andauernd den Leuten sagen, haha, sie gucken gerade eine lustige Sendung, wissen Sie das eigentlich? Und das gefällt mir halt sehr gut. Wetten, das würde ich sagen, Harpe Kerkeling. Ja, obwohl er ja leider gesagt hat, dass er es nicht machen wird. Ja, warten wir mal ab. Also, er hat ja schon mal vor einem Jahr nochmal ein Interview gegeben. Und da hat er mal schon gesagt, ja, Wetten, das und Thomas Gottschalk sind eine Symbiose. Diese Frage stellt sich jetzt nicht. Das klingt für mich schon mal so ein bisschen eher so, dass er sagen würde, naja, wenn die Frage sich stellt, können wir wieder drüber reden oder so. Warten wir mal ab. Aber am schlimmsten wäre ja wohl Heidi Klum, wird ja jetzt kolportiert, ne? Oh Das, ja, jetzt also, wird sie diskutiert, also oder? Ja. dann wünsche ich mir ja sogar die Hunziker zurück. Nee, Also das geht ja die gar nicht. Also, das geht ja gar nicht.
Sie mit also, ihrer Piepsstimme, die kann man ja gar nicht überhören. ja, also ich meine, gut, das Kalkül ist vielleicht zu sagen, Heidi Klum hat gute Connections in die USA, die kann die großen Stars nach Deutschland holen in so eine Sendung. Okay, das ist vielleicht eine Überlegung. Aber ansonsten ist doch die Frau, ist doch nicht als Moderatorin für so eine Samstagabendshow geeignet. Also, nee, weiß ich nicht. Viele sagen ja auch, okay, sie ist ziemlich, naja, sagen wir mal, cool drauf. Also wenn die Kamera läuft, dann macht die auch gerne mal irgendwelchen Scheiß sozusagen, was die Amis ja total super finden, ja, wie die drauf ist dann im Fernsehen Ja, die immer. macht ja auch im amerikanischen Fernsehen erfolgreich eine Sendung, ne? Ja, irgendwie hat Ja, sie nicht ja. letztens mal irgendwas mit Kindern gemacht, irgendwie mit so, Ich weiß es nicht genau, aber irgendwie mit so jedenfalls, kleinen Kindern, die also sie sich ist auf irgendwie. jeden Fall, also das Argument kann ich durchaus nachvollziehen, dass gesagt, das ZDF vielleicht sagt, mit der können wir große Weltstars in die Sendung kriegen. Aber trotzdem, das allein, das deutsche Publikum muss es ja mögen. Das nützt ja nun mal nichts. Also vielleicht kann man sie nehmen, auch als Co-Moder, als Co-Assistentin da von Harpe Kerkeling oder so. Aber das wird sie wahrscheinlich nicht machen, ne? Das wäre Nee, ihr ich glaube. zu blöd. Dafür fühlt sie sich zu groß und zu mächtig. Weiß ich nicht. Ich glaube, da würdest du lieber irgendwie, keine Ahnung, wieder für Katjes irgendwas machen oder so. McDonald's, ne? Genau. Ja, genau. Woher Ja. rufst du an? Was? Woher rufst du an? Aus Niedersachsen auch, Raum Osnabrück. Alles klar, okay. Und ich muss nochmal, mir fällt gerade wieder ein, was ich noch sagen wollte. Also es ist wirklich so, dass wirklich ziemlich viele junge Leute auf deine Sendung gucken. Ich weiß, Also ja. ich habe irgendwie mit, lass mich nicht lügen, 15, 16, mein Kumpel hat mir das empfohlen, wir haben davor gesessen und gelacht, also über die Witze, die du gerissen hast und so. Also das ist wirklich so ein Format. Ich glaube, du bildest auch so ein bisschen die Jugend. So, man denkt an sich, ach, die gucken alle nur Mitten im Leben und DSDS und so. Aber da gibt es wirklich Leute, die ernsthaft sagen, so die, was weiß ich, Hip-Hop hören und alles, die dann ernsthaft sagen, ich gucke Fernsehkritik TV. Du, ich bin ja selber auch dadurch gebildet worden, weil ich habe ja auch ein völlig falsches Bild von der Jugend gehabt. Ich habe ja gedacht, als ich damit angefangen habe, 2007, na ja, das gucken die Leute 30 plus, die Jugendlichen gucken das nicht. War meine Überzeugung, da, wo ich ja völlig dramatisch daneben lag mit der Einschätzung. Also insofern hat es mich ja auch, hat es mein Jugendbild ja auch geändert. Und ich bin auch froh darüber, dass es so ist. Ich finde das ja schön, ja. Ja, insofern, aber die Jugendlichen sind jetzt auch gerade, die mir eben einen auf den Deckel geben, genau wie du wegen Tobi Schlegel. Aber das ist nun mal meine Meinung. Ich rück davon nicht ab. Ja, das macht ja nichts. Nee, keine Gut. Meinung. Eine Sache will ich vielleicht noch sagen, dann können wir das beenden oder so. Du hast ja das Interview mit dem Kalkofe gemacht. Ja. Und ich muss sagen, also, wenn ich mit ihm gesprochen hätte, ich glaube, ich hätte da noch mehr Material aufnehmen können, weil du hättest, also jetzt nicht unbedingt für die Sendung, aber der Mann hat doch so viel zu erzählen. Mit dem hat Ja. man ja, kann man ja so viel diskutieren über den ganzen Müll, der da irgendwo läuft. Ja. Ja, das Problem war, die Medienreferentin vom Schmidt-Theater, die war ja dabei und die hat für ihn die ganzen Pressetermine organisiert. Und ich war ja schon froh, dass ich überhaupt eine so lange Zeit mit ihm sprechen konnte. Es war ja zunächst gedacht, ja, es gibt einen Pressetermin und mal maximal 10 Minuten oder so. Und da habe ich gedacht, nö, das finde ich scheiße. Also wenn ich ihn schon bekomme, dann soll er richtig mit mir die ganze Sendung machen, ne? Und es war dann halt so, dass er danach einen Termin bei Spiegel Online hatte. Und die war dann auch schon so hier so, Uhrzeit, Uhrzeit. Also im Hintergrund, aber hat sich schon dieses Zeichen immer gemacht und dachte ich, naja, da muss ich jetzt halt aufhören. Du hast vollkommen recht, ich hätte mit dem 3, 4 Stunden sprechen können. Uns wären die Themen nicht ausgegangen. Vielleicht kann er ja mal bei dir zu Hause vorbeischauen, so, wenn er mal nichts zu tun hat und dann Oder kommt was mal wieder weg. vielleicht zum zweiten Mal vielleicht. Warum nicht? Mal gucken. Also ich finde, also ihr seid so irgendwie auf der gleichen Ebene, seid beide Ja, sympathisch, habt auch deswegen. eigentlich dieselben Ansichten und so. Ja, absolut. Deswegen war es mir ja auch so wichtig, dass ich, wenn ich überhaupt mal eine prominente Persönlichkeit mal habe, dass ich ihn auf jeden Fall auch mal bekomme, weil das ist ja nicht wirklich jemand, der passt halt zu diesem Format Fernsehkritik TV wie kein anderer, ne? Also hast du ja gesehen, wenn man mit Cold Mirror übers Fernsehen spricht, wird es schon schwieriger. Ja, das ist natürlich so ihre eigene Art und so. Sie guckt halt, sie sagt ja selbst, also Fernsehen ist ja auch nicht mehr so attraktiv wie
wegen Ja, dieser aber Ölwelle. ich kann mit eher nicht übers Wetter sprechen. Ich meine, das ist nun mal Fernsehkritik TV. Ne? Ja. Ja, das ist auch nochmal der Aufruf an alle Leute vielleicht, weil ja demnächst, nun, wie gesagt, die MTV Game One Crew kommt. Wenn ihr Fragen habt, die ich stellen soll, könnt ihr sie gerne an mich weitergeben, ne? Über Oh, das ist Mail oder gut. über Forum oder so. Also es gibt ja schon Leute, die gesagt haben, fragt die unbedingt mal, wie das damals mit Giga war. Da müsste ich auch noch mal ein paar Hintergrundinformationen vielleicht haben. Was war überhaupt damals mit Giga? Ich weiß, das war irgendwie überraschend, sind die vom Schirm genommen worden oder so. Also da, wenn mich da noch mal Leute irgendwie ein bisschen briefen, wäre ich sehr dankbar. Ja, also die Typen sind wirklich sehr lustig drauf. Ja, Das wird halt absolut. Ja, Spaß haben. das finde ich auch. Wird bestimmt lustig, ja. Und Simon ist echt ein netter Kerl. Ich habe mit dem schon auf der Aftershow-Party da von der Web-Video-Preisverleihung, habe ich mich ja schon mit ihm unterhalten. Das kann ich mir vorstellen. Ich denke, du hast auch einen guten Geschmack, was das angeht. Also von wegen auch MTV Home und so, was ja vorhin angesprochen wurde. Was auch leider. Ja, das stimmt, ja, das ist irgendwo schade, aber mein Gott. Die beiden machen ja dafür andere Sachen und vielleicht machen sie mal wieder irgendwas in die Richtung. Vielleicht hat ja auch mal wieder ProSieben mal auch mal den Schneid, so was Ähnliches zu machen. Ne? Hoffen wir es. Ja, muss ja nicht immer nur bei so einem Minisender, ne? Ist doch durchaus auch ein Format für. Oder vielleicht auch ZDF Neo oder so. Die sind doch auch eigentlich gut geeignet für sowas. Ne? Ja, ich finde es halt schade, dass sie sich einfach nicht trauen, solche kreativen. Ich meine, MTV Home war schon krass, sagen wir es mal so. Aber die zwei Typen, die haben ja auch Talent. Also, die Ja, können absolut. das Ja, ja. finde ich auch. Und ich denke, also, wenn man irgendwie vernünftig wäre, könnte man da eine schöne Sendung draus basteln. Und ich denke, dann würden da auch mehr Leute mal die öffentlich-rechtlichen Kanäle da anvisieren, sozusagen. Also, aber tja, das dauert wohl noch, bis das Fernsehen mal so weit ist. Ja, hast du ja gesehen, gestern Nacht lief Taras Welten nachts um 2 in der ARD. Witzige Serie übrigens, hab mir das gestern Nacht angeschaut, fand ich ganz lustig. Ach ja, genau. Einmal, es lief ja. Es ist ja schon ein bisschen länger her, so vor ein paar Monaten, die Nacht mit Anna Bosch oder so, ich glaube auf Tele Tele5 5, oder so. ja, genau. Also ich fand es an sich interessant. Ich fand es dann schon wieder schade, dass es dann schon wieder vorbei war. Ich fand es auch nicht schlecht. Ich habe mir das mal auch mal angeschaut, weil ich dachte, na, ist das jetzt eine peinliche Geschichte? Aber es war eigentlich, war so ein bisschen Richtung Domian, ne? Ging das ja. Ja. Also es war okay, ja. Also ich hätte da gern mal angerufen, weil ich nichts zu tun hatte, aber ja, schade. Ist auch Alles gut klar. gewesen. Ich mach mal Schluss jetzt mit dir, weil Ja. ich hier schon wieder zig Fragen irgendwie habe. Okay. Danke für den Anruf. Jo, tschüss. Ciao. So, es hat gerade der Pascal probiert. Probier's gerne wieder. Ich muss mal kurz ein paar Fragen hier im Channel beantworten. Zockst du auch Videospiele? Und wenn ja, zum Beispiel, was für ein Genre bevorzugst du? Ja, es ist ja allgemein bekannt, dass ich im Grunde genommen fast nur GTA 4 spiele, weil ich spiele ja ganz selten. Also ich muss sagen, ich komme ja nie dazu. Und GTA 4 finde ich echt großartig. Und überhaupt diese Rockstar Games sind eigentlich die besten Spiele von allen. Die sind echt super. Mit diesen freispielbaren Welten da. Also auch das Red Dead Redemption finde ich super. Und demnächst kommt ja so ein Mafia-Spiel irgendwie von denen raus. Wie heißt das? L.A. Noir oder wie heißt das? Sieht ja auch sehr eindrucksvoll aus. So, jetzt ist der Pascal da. Hallo Pascal. Hallo, Herr Fernsehkritiker. Guten Tag. Ja, ich wollte mal sagen, dass es hier eine gute Idee ist, direkt vorweg mal, dieser Fragestunde hier. Also, es muss nicht unbedingt eine Fragestunde sein, aber ich dachte mir, es ist ja eigentlich relativ simpel einzurichten mit diesem Justin TV. Dann kann man das aber machen. Ja, also So. wenn das einreicht so quasi, wäre das eine feine Sache, dass man das mal öfter macht, finde ich, denke ich. Ne? Finde ich Also auch. ja, hat jetzt nur relativ weniger Zuschauer, aber wenn man das mal Ja, im es war nur auch Magazin selber. spontan. Ich hab's nicht vorher angekündigt. Ja, wenn man Ich das mal im weiß, ist Magazin es auch selber sagt begrenzt oder bei so, Justin also. TV? Kann man da unendlich viele Leute oder ist das irgendwann begrenzt? Weißt du das? Nee, da habe ich leider keine Ahnung von. Okay. Also ich kannte diese Seite selber jetzt nicht. Auch gerade erst kennengelernt. Gut. Jetzt probiert es gerade der Lukas. Lukas, warte mal kurz. Jetzt habe ich gerade erstmal hier den Pascal. Du bist gleich dran. So. Das staut sich schon. Ja. Ja, dann will ich mich bemühen, schnell zu sein. Kein Problem, wir haben Zeit. Leg los. Ja, wo es gerade auch darum ging, hier um Games. Das hast du, glaube ich, vor mir gerade kurz gesagt Ja, gehabt.
Also dieser Nils Bomhoff und Etienne Gade, also dann, die haben auch damals bei Giga The Show gemacht, bei Giga. Und da würde ich dir empfehlen, mal bei YouTube diese Videos anzugucken, Giga The Show. Weil du sagtest ja, du wusstest nicht genau, was die da gemacht haben. Ja. Und da wirst du vielleicht auch ein Bild drum kriegen. Okay. Und Ja, also ich habe gesehen, bei YouTube gibt es auch eine Menge Sachen, da wo sie auch beide noch deutlich jünger sind. Also vor allem der Simon habe ich gesehen, ja, das ist was schon ein paar Jahre alt ist, ja. genau. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen, klar. Und auch was der Flo gerade sagte, dass man mit den Kalkofe was mehr machen konnte, bin ich auch der Meinung, dass man mit den Etienne Gade und den Nils Bomhoff mehr machen kann. Also zum Beispiel, dass man eine Sache macht, die man dann unter der Kategorie Extras packt auf Fernsehkritik.tv und dann mit denen zum Beispiel irgendwie mal ein PC-Spiel oder eine Xbox 360-Spiel reviewt, weil die sind ja auch da in der Materie drin. Was hältst du davon? Ja, aber das müsste dann ja in deren Format passieren. Also ich mach ja nicht Game-Kritik. Aber zum Fernsehkritik-TV passt das ja nicht. Ja, ich weiß nicht, vielleicht das Extra oder so wäre das vielleicht eine Sache Ja, gewesen. okay, ja, kann man natürlich machen, ja. Ja, Mal schauen. Es müsste mal vielleicht mal ein Spiel geben, was so ein bisschen mit Fernsehen zu tun hat. Das wäre natürlich ganz praktisch, wenn man sowas mal hätte, ne? Gibt's sowas? Gibt's irgendwie ein Spiel? ja, Schlag den Rab gibt es manchmal Spiel, also ist ja eine Ah. Sendung. Ach, als PC-Spiel oder was? Oder auch für die Xbox? Das gibt es auch für PC-Spiel und als für die Wii meine ich auch sogar. Ah ja, interessant. Okay. Ja. Haben die das schon mal besprochen in ihrer Sendung? Nö, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, nicht, dass ich wüsste. Nee, ist auch eher ja, nicht besonders großartig gemacht. Also Grafik ist nicht besonders und Ach so, okay. Alles wird vielleicht klar. daran liegen. Ja, also Fragen an die beiden kann man die auch dann zukommen lassen, oder? Also wenn man Fragen Ja, hat. gerne. Sehr gerne. Auf jeden Okay. Fall. Ja, und dann habe ich noch eine letzte Frage, bevor dann wieder Lukas. Kein Problem. Lass ja? Ja, und zwar ist es mal möglich, dass auch quasi normale Menschen zu dir in die Sendung kommen können und nicht immer nur Prominente, dass du zum Beispiel mal eine Aktion machst und dann zwei Wildcards verlost? Ja, die Frage ist, was soll ich denn mit euch anstellen in der Sendung? Ja, nee, das müssen dann natürlich welche sein, die auch ein bisschen Ahnung von der Materie haben, auch was zu sagen haben dann in der Sendung. Ja, klar. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Klaus Kauka kennt. Der ist bei YouTube, ist er bekannt geworden durch seine Analyse des Satellite-Videos letztes Jahr von Lena. Der hat dieses Satellite-Video auseinandergenommen. Den Song. Und der ist halt Musikexperte. Der hat auf YouTube auch noch einen Channel. Und den werde ich auch bald mal, das haben wir schon mal per E-Mail jetzt abgemacht, den werde ich auch bald mal besuchen für Fernsehkritik.tv, weil der vielleicht mal so Fernsehmelodien oder sowas analysiert oder so. Also der ist jetzt nicht direkt ein Prominenter, aber hat eine Menge zu sagen zum Thema, gerade was Musik im Fernsehen angeht. Ja, also das finde ich mal eine feine Sache, Also das hört ja, sich. klar, solche Überlegungen gibt es natürlich, ja, klar. Und ja, es gibt verschiedene Ideen, also auch ehemalige Korrespondenten, die sich ausgekotzt haben darüber, wie ARD und ZDF heutzutage Berichterstattung betreiben. Da würde ich mir gerne mal einen nehmen und mit dem mal ein Gespräch führen. Also müssen nicht immer nur diese Glitzerwelt-Promis sein. Ja, aber es ist, Olli Kalkofe und Kurt Müller sind ja auch keine. Es müssen Leute sein, die was zu erzählen haben, ja. Also bei Kurt Müller war es jetzt halt so, es hat sich halt so ergeben, weil wir uns in Essen getroffen haben und weil ich sie halt eine interessante Persönlichkeit finde. Ja, das ist Obwohl sie recht. mit Fernsehen eben jetzt inhaltlich jetzt nicht so viel zu tun hat, außer dass sie diese kleine Show da auf 1 Festival macht, ne? Ja, Ja. damit danke ich mich. Meine Fragen sind soweit beantwortet. Ja, alles klar, mach's gut, ne? Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. So. Magst du Sport 1? Ganz selten schaue ich Sport 1. Also ich bin ja auch kein so großer Sportfreak. Deswegen, also jetzt, ich bin bei WM und EM, beim Fußball bin ich total 100% dabei, aber sonst bin ich jetzt nicht so der große Sportfan. Deswegen ist Sport 1 nicht so mein Hauptsender. So, guten Tag. Hallo? Hallo? Wie spricht man dich aus? Ja, normalerweise CKG i95. CKKI95, alles klar, guten Tag. CKG i95. Ja, freut mich.
Ja, also ich wollte jetzt noch kurz sagen zu Giga, also ich habe eine kleine Filmgruppe und wir haben letztens für Maxi Stettenbauer produziert. Das ist ein Comedian und da könnte ich den eventuell mal fragen. Wir haben noch Kontakt zu dem und ob der uns da vielleicht ein bisschen Auskunft geben kann, was damals mal so passiert ist da. Und dann wollte ich nebenbei noch fragen, also ich bin auch ein großer Fan von Kameras und Kameratechnik und alles. Und ich wollte mal fragen, was du für Kameras und Equipment so alles hast und wie du deine Sendung so produzierst und ob es ein Making-of-Video geben wird oder so. Es gibt auf der DVD Best of 2007 so ein kleines, so eine Art Making-of. Aber das ist jetzt nicht so spektakulär. Ja, ich benutze eine HD-Kamera von Canon. Die habe ich mir halt damals gekauft. Die kostete 3.500 € oder so. Und mit der bin ich auch sehr zufrieden. Die habe ich bis heute. Was ist denn das für eine? Ich kann sie mal kurz holen. Warte mal, ich kann sie dir mal zeigen. Warte mal kurz. Das wäre nett. Warte mal kurz. Das habe ich gerade gesehen, hier 0 Viewer, aber das war wohl ein Fehler, ne? 249 Viewer, okay. Das ist sie hier. Moment, noch sehe ich Ach so, du jetzt. bist zeitversetzt, ne? Genau. Das ist also eine Canon LH, wie heißt sie nochmal? XHA1. Geil, das Ist Ding. eine HD-Kamera, so. Ja, Und die ja, ich sieht bin mit der richtig sehr aus. zufrieden. Also, man, die hat auch super extra Funktion, also man kann zum Beispiel so einen Filter einschalten, dass es dann wie auf Zelluloid gefilmt wirkt. Also das, wenn man mal irgendwie spielfilmmäßig was in die Richtung, wir haben ja schon mal so diesen etwas trashigen Versuch gemacht mit Deutscher Geheimdienst und da habe ich halt diesen Filter zum Beispiel auch benutzt und dann wirkt es auch wirklich nicht so, als wenn das digital gefilmt ist, sondern hat auch so einen gewissen Filmeffekt. Und solche Sachen, das ist echt, also ich bin sehr zufrieden mit der. Ja, Ja, also. dann wird das einfach überspielt, digital. HD und dann bearbeite ich das mit Final Cut. Ich bin ja Apple-User. Nimmt die auf DV auf oder auf XD Cam? Die nimmt auf DV auf. Ach so. Ja, also HD. ich habe eine Sony VX 1000 geschenkt bekommen letztens. Die ist schon ein bisschen alt. Das war der erste 3-Chipper. Ja. Also so gesagt der, ja, der Grundbaustein. Und ich habe halt mit einem Freund halt eine Filmgruppe gemacht und da haben wir auch halt für den Gstettenbauer, der jetzt sein Comedy-Programm macht, haben wir für den in Köln halt auch gefilmt. Und ja, wir haben jetzt nicht so viel, so hohe Ansprüche. Also wenn du mal möchtest, kann ich dir nachher gleich mal meinen YouTube-Kanal zukommen lassen. Dann kannst du dir vielleicht mal ein Video anschauen, wenn du Zeit hast oder so. Okay. Ja. Dann wollte ich noch sagen, also also Fernsehkritik TV ist echt sehr geil, vor allem wenn du über RTL und alles wieder herziehst und alles. Und also ich finde das echt Ja, Wahnsinn, also was die. RTL ist ja erstaunlich oft dabei, ne? Aber es ist keine Absicht. Da kann ich ja nichts dafür, wenn die so ein schlechtes Programm machen. Ich finde es auch echt irgendwie schlimm, irgendwie, wenn man so, also mir ist, ich habe es mir vorher auch schon, früher habe ich mir alles angeschaut, Supertalent, DSDS, ich habe. Einmal war ich sogar so dumm, hab eine SMS dahin geschickt. Das war noch vor der Fernsehkritik TV-Serie, also alles noch, ne? Und Ich habe dich sozusagen aufgeklärt, meinst du? Ja, sehr gut. ja. Und also jetzt bin ich mittlerweile echt glücklich darum, dass ich jetzt weiß, so praktisch, was so dahinter den Kulissen so abgeht. Und ich hätte, wäre fast schon so dabei, dieses Jahr ein Praktikum da zu machen. Das habe ich zum Glück nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das Hätte ich hingekriegt ja machen hätte. können, dann hätte ich dich sozusagen als mit der versteckten Kamera ausgestattet. Spion. Ja, genau. Das wäre immer noch Ja. mal so eine geile Geschichte, irgendwie mal jemanden irgendwo einzuschleusen bei so irgendeiner Ja. Sendung. Das wäre, aber ist natürlich eine Menge Aufwand, den man da betreiben muss. Aber man hat ja gesehen, in Belgien, ne, diese Geschichte. Ja, Also kann ich das nur Video muss den ich Hut gleich mal vorziehen. Also raussuchen. wenn einem so ein Coup gelingt, das ist ja natürlich grandios, ne? Ja, das will ich mir gleich nochmal anschauen, das Video finde ich cool. Ja, also
Ja, jetzt fällt mir nichts mehr an, was ich sagen muss. Ja, dann. Naja, auf jeden Fall, danke dafür. Ah Bitte. ja, noch, ich finde es echt erstaunlich, also schlimm, was so teilweise diese Verdummung, das merke ich selbst bei meinen Freunden. Also ich sage so, ja, kann ich dich mal anrufen? Oder so, nee, kann jetzt gerade nicht. Wir sitzen jetzt gerade mit der Familie hier und gucken Germany's Next Topmodel. Kann ich dich danach anrufen? Nee, danach sehen wir uns die Aufnahmen von DSDS an auf YouTube oder sonst irgendwas. Denkst so, nee. Da würde ich sagen, kann ich in der Werbepause anrufen? Nee, da muss er wahrscheinlich was zu essen holen oder pinkeln gehen oder irgendwas. Naja. Ja. Ja. Ja, ist schlimm, ja. Das stimmt. Ich Naja, meine, okay, es gut. gibt manchmal auch Sendungen im Fernsehen, wo ich denke, ach nee, jetzt habe ich keinen Bock zu telefonieren, ich möchte das gerne sehen, aber man muss es ja nicht übertreiben, ne? Ja, also ganz ehrlich, ich schaue gerne Betrugsfälle und alles, aber ich schaue es mir an, um mich ordentlich darüber lustig zu machen, wie dumm diese Menschen da sind, die sich da von RTL, sagen wir mal so, vergewaltigen lassen für ein bisschen Geld. Und dann mache ich mich am nächsten Tag mit meinen Schulkameraden in der Schule darüber lustig und ja, Ich was die glaube, dass RTL da bringt. sehr viele aus dem Grund das gucken. Ja, Weil ich, weil es weil halt die, die immer sind, die sind ja dieses. enorm, die sind ja enorm erfolgreich, diese Sendungen. Die haben ja Marktanteile von 30, 40% nachmittags. Das können ja nicht alles nur Volltrottel sein, die das Ja. gucken. Ich glaube, da ist echt ein großer Teil dabei, der sich einfach das anguckt, um sich drüber lustig zu machen, ja. Wahrscheinlich ist es auch das Kalkül von RTL. Die wissen im Grunde genommen genau, wie peinlich diese Sendungen sind. Ja, also es hat ja einmal gesagt, der Chef, wo der darauf angesprochen wurde, über das Niveau, hat der Chef ja gesagt, ja, wir geben den Zuschauern das, was sie haben wollen. Ne? Und ja, das ist es also. Ne? Ja, das war der berühmte Spruch von Helmut Thoma damals, dem damaligen RTL-Chef. Der, wie war das? Der Köder muss Mit dem dem Fisch Fisch. schmecken, ne? Oder wie war das? Ja, Genau. genau das. Ja, aus Sicht eines Privatsenders, eines kommerziellen Senders, ist es ja auch legitim, so zu denken. Aber trotzdem glaube ich, dass RTL sich langfristig sein, oder hat bereits sich sein Image kaputt gemacht damit. Weil Ja, RTL gilt mittlerweile als der Assi-Sender. Das vor allem haben die auch. einfach weg. Und das wird langfristig der Marke RTL schaden, auch wenn sie jetzt im Moment damit quotenmäßig Erfolge haben. Vor allem auch mit dem Dschungelcamp, was mich persönlich irgendwie aufgeregt hat und gedacht habe, ey, die Ja. armen Tiere, die dafür draufgehen, dass irgendwelche Menschen, Prominente, die aufessen und alles, und das soll irgendwie unterhaltend sein in Deutschland? Ja, also ich habe dem Dschungelcamp auch, muss ich zugeben, zwischendurch was abgewinnen können. Also als dieser Höhepunkt mit der Sarah da und so war, das hat ja schon Shakespeare-hafte Züge gehabt. Das war Also. ja schon dramatisches Theater live, kann man fast sagen, ja. Also ich finde, es gibt Schlimmeres. Ich fand das teilweise, fand es sogar fast ein bisschen unterhaltsam, muss man sagen. Also ich habe es mir nicht angeschaut. Nö, Ich verstehe ich auch. Verstehe ich, habe also aber, das als ist ich halt. nach unten gegangen bin und meine Mutter saß da und hat sich das angeschaut, ich dachte, was tust du da? Und Was mich halt aufgeregt hat, waren diese ganzen dubiosen Telefonvotings da. Das habe ich ja auch mehrmals im Blogtext geschrieben und so. Da in der Nachtwiederholung wird das Voting nochmal durchgeführt, obwohl die Entscheidung längst gefallen ist und solche Sachen. Das war ja alles sehr, sehr anrüchig. Das hätte sich oder RTL auch sparen können. Also damit haben sie sich eigentlich das kaputt gemacht ein bisschen, weil wenn man schon also mal es ich schafft, mit so einer Sendung 10 Millionen Leute zu erreichen, das sind ja nicht nur dumme Leute, 10 Millionen zu gucken, sind da auch intelligente viele dabei, dann sollte man das auch nutzen und es sich nicht wieder einreißen mit solchen komischen, dubiosen Votings da, die sehr durchsichtig sind. also hier es gibt ja, also hier in Köln ist ja der Hochbogen von RTL, also der Hauptsitz praktisch. Ja, Und ich habe da schon einige Produktionen teilweise gesehen, wo die da auf der Domplatte waren und die eine musste, da sagte der Typ noch, so, und jetzt gleich schlägst du die oder sonst irgendwas oder beleidigst die mal volle Motte oder so. Habe ich mir auch mal gedacht, ey, was ist das? Und dann habe ich mir einen Spaß gemacht, immer weiter die Aufnahmen zu stören. Ja, richtig so. Okay, dann mach's mal gut, ne? Okay, Dankeschön. Schönen Abend Ciao. noch. Ebenfalls. So, ich muss hier dringend mal im Chat hier mal ein paar Fragen beantworten. Sorry, ich bin hier jetzt sehr im Hintertreffen. Drohen nochmal Strafen bei Gerichtsgeschichten wie München oder so? Also Strafen weiß ich jetzt nicht. Wenn ich nochmal irgendwie eine einstweilige Verfügung missachte, was ich nicht hoffe, kann eine Strafe drohen, ja. Es können auch mal richtig Kosten drohen, wenn wir in München mit Mann und Maus verlieren sollten. Das kann natürlich passieren.
Aber ich bin und sehe uns da auf einem guten Weg. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber bei Gerichten weiß man ja nie. So, wieso gerade Harpe für Wetten, dass? Ja, ich finde, Harpe Kerkeling ist der Einzige, der in Deutschland in der Lage ist, als Entertainer so eine große Show zu moderieren. Er hat das ja bewiesen bei anderen Shows. Also Goldene Kamera und andere Sachen. Oder als er auch Let's Dance moderiert hat, diese Tanzshow, war das ja auch viel besser als jetzt mit diesem, wie heißt er da, der mit der Brille? Ich habe es mit den Namen heute. Daniel Dingsda Bumster. Seitdem ist die Sendung ja auch nicht mehr so unterhaltsam, wie sie früher war. Ich glaube schon, dass er ein guter wäre für die Sendung. So. Wie findest du Heinz Strunk? Ja, Heinz Strunk ist natürlich Kult. Er ist ja hier in Hamburg angetreten als Spitzenkandidat für die Partei bei der Hamburg-Wahl. Und war auch sehr lustig, was er da für einen Wahlkampf gemacht hat. Gewählt habe ich die jetzt letztendlich nicht, weil ich habe mir gedacht, ach, dafür ist mir die Wählerstimme denn doch zu kostbar, als dass ich den so eine Gag-Partei da abgebe. Aber es war trotzdem unterhaltsam. Also das muss ich auf jeden Fall, es war eine Bereicherung im Wahlkampf. So, was haben wir hier noch? Denkst du, Gutenbergs Rücktritt war nach dem ganzen Medienrummel nötig? Und denkst du, ohne sein Verhältnis mit der Bild wäre er besser aus der Sache rausgekommen? Ja, also es ist ja klar geworden. Petpirat nochmal, hallo. Hi Holger, du Wartest du ganz mal ganz kurz. kurz, bitte. Ich muss mal kurz eine Frage hier kurz beantworten. Ja klar. Gutenberg. Also ich wollte nur sagen, es war ja klar, am Abend, bevor er zurücktrat, ist ihm seine eigene Partei ja in den Rücken gefallen. Also die Schawan, die Bildungsministerin, hat gesagt, sie schämt sich. Biedenkopf hat gesagt, er sollte zurücktreten. Der Bundestagspräsident hat gesagt, das ist ein Sargnagel für die Demokratie. Da war er ja im Grunde gezwungen, zurückzutreten. Er konnte ja gar nicht mehr anders. Da hätte er ja nicht mehr im Amt bleiben können. Ne? Ja, ansonsten finde ich es aber auch generell richtig, dass er zurückgetreten ist, weil da muss man erstmal einen sauberen Schnitt machen bei so einer Geschichte, wenn man seine Doktorarbeit gefälscht hat. Aber ich glaube, wenn jetzt 2, 3 Jahre vergehen, ich meine, der ist so alt wie ich, ne? In 3, 4, 5 Jahren ist das alles vergessen, dann kann er immer noch wieder auf die politische Bühne zurückkehren. So, entschuldige bitte, was möchtest du? Ganz kurz, du hattest ja eben gemeint, dass es nicht zwingend eine Frage-Antwort-Runde hier werden wird. Ne? Da habe ich mir gedacht, eventuell wäre es doch mal ganz interessant und ich glaube, das müsste auch funktionieren, wenn man das im beschränkten Rahmen macht, dass du einfach, weil du hast sicherlich auch die aktuelle Skype-Version drauf, oder? Ja. Dass du einfach eine Konferenz aufmachst und mit zwei Leuten gleichzeitig sprichst, dass wir uns abwechseln. Dass man quasi ein bisschen eine Diskussionsrunde hat und dann vielleicht du auch nicht immer hingehen musst und im Chat manuell gucken musst, sondern dass wir das quasi die Bälle gegenseitig ein bisschen zuspielen. War das eine Idee? Das kann man natürlich auch machen. Ja, klar. Ich kann mal jemanden dazu holen, klar. Gut, Haben hast wir du zum das jetzt Beispiel. gerade aktuell vor, oder? Wie mache ich das denn, dass ich denjenigen, der muss ich den reinziehen, oder wie? Gute Frage. Kann noch mal kurz jemand anrufen, bitte? Warte mal kurz, der Lukas. Hallo Lukas. Jo, moin. Ja, warte mal. Wie kann ich dich jetzt zusammenbringen mit dem anderen? Weißt du, wie das geht? Kann ich hier rüberziehen? Da steht. Unter dem Bild steht Kontakte Jetzt geht's, glaube ich. hinzufügen. Hallo? Hallo, es klappt. Ah, super, Grüß alles dich. klar. Ich sehe Okay. euch alle. Jetzt haben wir es. Gut. So, Lukas. Ja, Lukas, wir sind ja auch bei Facebook verlinkt, ne? Ja, wir Genau, haben mir schon kommt ein dein paar Bild Mal so bekannt diskutiert, vor. ne? Bitte? Wir haben schon ein paar Mal diskutiert. Ja, genau. Was? Ja, so. Nun, leg los. Hat sich getragen, aber sind mir jetzt kurzerhand wieder weggeflogen. Ich habe nur gerade gehört wegen Konferenz und dann habe ich gedacht, jo, dann klingel ich mal kurz durch. Aber es war irgendwie was mit RTL. Hast die Frage vergessen, oder wie? Also es war irgendwie, ich hatte jetzt auch mal die Diskussion mit Kumpels so irgendwie, dass die ganzen Privatsender sind eigentlich alle auf dem Bildniveau so. Ja. Stimmst du mir da so zu? Also RTL, ich glaube, das ist fast unbestritten, dass die so genauso wie die Bild eigentlich sind.
aber ProSieben und Sat1 meiner Meinung nach auch, aber. Naja, ProSieben und Sat1, da gibt's ja auch Parallelen da mit Springer und so weiter. Insofern, das ja. Ist, die hängen ja sogar indirekt zusammen. Ja. Also was heißt Bildniveau? Ja, es gibt auch gute Sendungen im Privatsender. Man kann das ja nicht alles über einen Kamm scheren. Das wäre, glaube ich, ein bisschen einfach, ne? Ja, gut. Aber ich meine, Großteil der Redaktion und so. Es gibt auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern Sachen auf Bildniveau. Also Brisant in der ARD ist auch Bildniveau. Ja, ja, muss man ja sagen. Ja, oder Hallo gut. Deutschland im ZDF oder so. Diese ganzen Boulevard- Magazine da. Ja, schaue ich mir jetzt nicht an. Nee, nicht an. Richtig so. Nutz deine Zeit für andere Dinge, genau. Ja. Wie alt bist du? 14. 14, ja, genau. Ich werde jetzt übermorgen 15. 15, ja. Wow. Mein aber Gott. Wo er gerade meint, dass die quasi alle auf einem unteren Niveau spielen, die Sender. Ich habe allerdings das Gefühl, dass die Öffentlich-Rechtlichen natürlich eher unteres Niveau Programm für ältere Zuschauer machen und die Privaten eher unteres Niveau, das sich an jüngere Schichten richtet. Ja. Also es sind ja quasi wieder verschiedene Zielgruppen. Ja, ist richtig, ja. Ja. Aber es ist vollkommen richtig. Volksmusik mit Florian Silbereisen und Heimatschnulzen sind genauso niveaulos, klar. Ja, gut, aber wie du schon gesagt hast, mit über einen Kamm scheren, so Sendungen wie Frontal 21 und so, kann man natürlich auch nicht als niveaulos bezeichnen. Ja, kommt mal drauf an. Also wenn es um Killerspiele geht, ist ja Frontal 21 auch irgendwie ziemlich manipulativ, ne? Echt? Es geht ja nicht nur darum, ob eine Sendung seriös wirkt, sondern man muss ja auch die Inhalte hinterfragen. Also ich will nicht alles schlecht machen, die haben auch gute Sachen gehabt, aber gerade bei diesem Thema zum Beispiel sind sie immer, gibt es eine richtige Kampagne, die von denen gefahren wird. Mhm. Das muss man wissen. Ja. Ich weiß nicht, ob du da schon mal drüber berichtet hast mit der CDU, die haben da doch irgendwie irgendwas im ZDF, hocken da ja ein paar und die haben dann sind ziemlich aufgefahren, so gegen Frontal 21. Von wegen, ja, keine Ahnung, die haben ja ziemlich kritische Berichte hier wegen Atomkraft und Stuttgart 21 und so, und das hat der CDU und ach so, okay. Das ganz so gepasst und ja, und da wollten die irgendwie die Redaktion von Frontal 21 irgendwie einmal komplett austauschen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Also ich weiß ja, dass unter anderem auch der Nikolaus Brender, der Chefredakteur, der gegangen wurde. Meinst du das in dem Zusammenhang? Oder war das hinterher? Weiß jetzt gar nicht. Muss ich mal kurz schauen. Ich hatte hier gerade einen Artikel. Also komplette Redaktion, also das ist natürlich interessant, ja. Ich glaube, ich habe auch mal gehört zu haben. Ich glaube, es war direkt nachdem kritisch berichtet wurde über die Union. Ja, aber daran sieht man ja, wie sehr die Öffentlich-Rechtlichen eben auch von den Parteien beherrscht werden. Ne? Das ist ja unglaublich. Also das ist. Dann wird noch bei den GEZ-Spots gesagt, unabhängige Medien, also das ist unglaublich. Ne? Ich meine, dreister gibt's doch eigentlich nicht, oder? Ah ja, ich muss mich verbessern, es war nur, also hier steht nur eine Ermahnung. Ach so, ja. Aber dann, das ist eine Unterüberschrift, aber die eigentliche Überschrift ist, Union attackiert im ZDF-Fernsehrat von Teil 21. Ja. So. Ja, attackieren können sie ja gerne, denn ist es ja ein Zeichen, dass das durchaus in ein Wespennest gestochen wurde. Solange es nicht zu personellen Konsequenzen führt und tatsächlich die Redaktion ausgetauscht wird, ist es ja in Ordnung. Ja. Aber so im insgesamten Spiel, bei Frontal 21 ist es so, dass es ja wirklich eine Sendung ist, die als seriös rüberkommt. So. Und gleichzeitig man nicht weiß, was von dem, was recherchiert oder behauptet wird, das wirklich stimmt und was nicht. Denkst du, dass im Endeffekt jetzt das, anders gestellt die Frage, was denkst du ist gefährlicher? Das, was die Privaten machen, mit sehr reißerisch gestalteten Sendungen, von denen man vielleicht mehr oder weniger von vornherein ansieht, dass sie geskriptet sind oder dass sie eben die Unwahrheit sagen oder Dinge aufbauschen? Oder denkst du, dass eine Sendung wie Frontal 21 gefährlicher ist, die sehr seriös rüberkommt, so tut, als würden sie wirklich vernünftig abwägen und quasi auf einer ganz anderen Ebene manipuliert als das Äquivalent im öffentlichen, im Privaten?
Also man darf jetzt nicht, dass sie jetzt die Sendung nicht zu schlecht machen. Sie hat auch gute Beiträge, um es nochmal deutlich zu sagen. Ne? Wollte jetzt nicht von 321 komplett irgendwie schlecht machen. Ja, natürlich, du hast vollkommen recht. Wenn eine Sendung durch ein sehr seriöses Auftreten den Eindruck erweckt beim Zuschauer, das ist hier alles seriös, das ist öffentlich-rechtlich, hier zahlen sie ihre Gebühren, hier haben sie unabhängige Berichterstattung. Und dann wird eben perfide manipuliert, dann ist es in der Tat natürlich gefährlicher, klar. Weil man damit die Leute eher auch manipulieren kann. Ne? Ist gefährlicher als das, als die andere Variante, die man vielleicht eher ansieht, dass die auf diese Art und Weise manipuliert? Ja, natürlich, im Grunde schon. Manipulation funktioniert am besten dann, wenn man sie nicht bemerkt. Das ist doch logisch. Ja, die beste Desinformation besteht eben aus 95% Information und 5% Desinformation. Ne? Ja, genau, so kann man es auch sagen, ja. Klar. Ich sage die Infokriege auch immer gerne. Ach ja, genau. Meine speziellen Freunde, ja, seit einigen Tagen, ja. Ja. Okay, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Sonst, wir haben schon mal wieder weitere probiert mittlerweile. Ja, dann mache ich mal die Bahn frei, ne? Alles gut. Aber halt mit das mit den Konferenzen offen, das finde ich sehr interessant. Also okay, kann er wieder. Wenn wieder zwei kommen, lade ich wieder zwei ein, ja. Alles klar. Okay, wunderbar. Ja. Ciao. Ciao. So. Jetzt haben zwischendurch Leute probiert. Ich habe es gesehen. Ich bin hier etwas überfordert. So. Jetzt kommt der Carsten. Hallo Carsten. Ja, hallo, grüß dich. Hi. Guten Tag. Oh, alles ganz verzögert. Warte mal, ganz kurz. Ich muss hier mal kurz den. So, hallo? Hallo. Jetzt habe ich euch beide. Carsten und El Sonno. Guten Tag. Nelson, ja. Nelson, alles klar. Grüß dich. Ja. Hi. Wer möchte anfangen? Ja, der Kaffee dauert nicht so lange. Alles klar. Also ich bin erst vor ein paar Monaten auf deine Sendung aufmerksam geworden. Ja. Und habe dann von Anfang an die ganzen Sender geguckt, von 1 bis 2 zur aktuellen. Und man sieht natürlich echt einen Wandel. Also auch, wie sich die Hintergründe, die Technik, deine Moderation, das ganze Aussehen, den Inhalt der Show. Halt, du entwickelst dich natürlich weiter, ist ja klar. Und das ist doch super, ein super Weg, den du da machst. Und ich wollte mal fragen, du hast natürlich bestimmt auch Ziele. Wo willst du noch hin? Also soll das, möchtest du noch professioneller werden? Möchtest du wachsen? Wie möchtest du wachsen? Möchtest du vielleicht irgendwann sogar ein Team um dich herum haben? Also was sind da so deine Zukunftsvision? Worauf dürfen wir uns freuen, wir Zuschauer? Ja, also natürlich würde ich mich freuen, wenn die Zuschauerschaft so weit nach oben geht, dass die Werbeeinnahmen und die anderen Einnahmen so viel abwerfen, dass ich mir auch eine Redaktion leisten könnte. Klar, das wäre natürlich das Ideal. Aber davon bin ich natürlich noch weit entfernt. Ich bin froh, dass ich selbst schon einigermaßen davon leben kann. Das ist ja auch schon gar nicht schlecht. Hätte ich ja auch vor 2-3 Jahren nicht gedacht, dass ich mal so weit komme. Das ist schon mal entspannt. Nee, klar. Also es wäre für mich natürlich erstmal eine Entlastung, wenn jemand noch aktiv mit einsteigen würde, richtig fulltime, also nicht irgendwie ehrenamtlich, sondern richtig als bezahlter Redakteur oder so. Da könnte man auch natürlich jemanden richtig ranholen, der auch richtig da die Kompetenzen mitbringt. Ich wüsste sogar spontan sogar einige, wo ich sagen würde, Mensch, wenn der noch dabei wäre, wäre super. Aber das ist noch nicht so weit. Also da müssen wir noch ein bisschen zulegen. Ja, ich denke mal, gut, wenn die Fronten da geklärt sind, könnte man natürlich mit mehreren Leuten mehrere Sendungen produzieren, noch mehr angucken, das Ganze natürlich ausbauen, dann vielleicht auch noch mehr über Werbung finanzieren, dass ja dann alle irgendwann davon leben können. Ja, man könnte vor allem auch viel besser. Fernsehen ist halt, ne? Man könnte vor allem auch noch viel mehr recherchieren. Recherchieren kostet ja auch immer viel Zeit. Ja, das ist ja das Problem. Sender wie TV Total, solche Formate, ich glaube, die haben da Studenten sitzen, die gestern nichts anderes machen als Fernsehen gucken. Ja, das ist auch so, das stimmt. Ja, genau. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen. Also mal gucken, wo es noch hingeht. Und das Zweite ist, das ist mir neulich beim Fernsehgucken aufgefallen, das fand ich so frech, ich wollte dir erst eine E-Mail schreiben, aber ich habe es dann im In solchen Fallen Fällen immer sofort eine E-Mail schreiben, egal ja, also, was es ist. Ich weiß ja, dass, oder es ist ja bekannt, dass TV Total zum Beispiel, die nehmen ja nachmittags, zeichnen die ja auf. Die haben ja abends machen die, glaube ich, so gut wie gar nichts, live zumindest. Und da gab es einen Ausschnitt von einem Voting von einer Sendung, die da vorlief. Ich glaube, das war entweder Topmodels oder Popstars. Ich glaube fast von Popstars. Und da wurde in der Stefan-Raab-Sendung
der Gewinner des Votings gezeigt, wo die Sendung aber erst nachmittags aufgezeichnet wurde und den Abend danach aber erst zum Anrufen aufgerufen wurde. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Du meinst, also, es wurde gefaked, oder was? Ja, theoretisch müsste das ein fiktiver Wert. Wie wurde es denn, hat Stefan Raab das gesagt oder wurde es nur eingeblendet? Es wurde eingespielt. Ganz am Anfang der Sendung macht er immer ein paar Einspieler, ja, bevor er zu seinen Gästen kommt. Und da war das mit dabei und da habe ich gedacht, das kann doch gar nicht sein, wenn die eben noch zum Voting und Anrufen aufgerufen haben, dass wenn die nachmittags die Sendung aufnehmen. Ja, also wenn die nachmittags die Sendung aufzeigen, das geht ja gar nicht. Mhm. Das muss doch irgendwo auffallen, ja. Ja, wie gesagt, doof gelaufen. Ich habe es dann auch verpeilt. Nächstes Mal bin ich schneller. Okay, also ja, die Frage ist halt, wenn es noch vielleicht in die aufgezeichnete Sendung live eingespielt wird, das ist ja theoretisch möglich. Aber ja, aber es geht ja nicht. Also wenn jetzt abends Popstars läuft, ich sag mal bis 22 Uhr, und das Voting läuft von Viertel vor 10 bis kurz nach 10 und es wird gesagt, ruft an, und dann bei Raab, in der Raab-Sendung, wird dann ja ein Rückblick gezeigt, wer gewonnen hat, obwohl diese Sendung von Raab nachmittags aufgezeichnet wird. Das stimmt ja was nicht. Achso, du meinst, es wurde richtig der Ausschnitt gezeigt, wo man sehen kann, wer gewonnen hat. Ja, genau. Also du meinst das jetzt, von diesen Popstars-Teilnehmern. Ja, genau. Und die Sendung abends war aber live von Popstars. Du musst, ja, natürlich. Dann weil gewotet wurde, logisch, ja. Ja, ja, okay, verstehe, was du meinst, ja. Ja, das fand ich ganz schön krasses, das fand ich ganz schön frech. Und es ist vor allen Dingen auch auffällig eigentlich, ne? Ja, aber das ist ja schon, das wäre ja schon, ich meine, das Publikum im Studio bei TV Total müsste ja schon drüber stolpern. Theoretisch im Grunde. Ja. Es kann natürlich auch sein, TV Total wird manchmal ja auch live gemacht. Das ist nicht immer aufgezeichnet. Vielleicht war es auch eine Live-Sendung. Das kann sein. Also, kann natürlich sein. Also, mein Wissensstand ist natürlich, dass sie das nachmittags aufzeichnen. Ja, also, ich meine, jetzt mal ganz naiv gedacht, so blöd kann der ProSieben nicht sein. Das würde ja sofort im Grunde auffliegen. Also, das kann der, also, ich meine, gut, den traue ich alles zu, aber. Ich wollte gerade sagen, es kommt ganz drauf an, was denn eben so wie ihre Zuschauer sind. Ja, genau. Kommt drauf an, halt, ne? Ja, das war's eigentlich schon. Also viel Erfolg weiterhin und dann würde ich wieder schon wieder ausklinken, dann kannst du nichts mehr tun. Ja, danke dir. Ciao, Carsten. Jawohl, schönen Abend, tschüss. Jetzt ist erstmal der El Sonno dran. Jo. Wie war nochmal dein Name? Henrik? Nelson, Entschuldigung. Ja, genau. Harakiri, ja. Horror Kid, das ist auch gut. Das ist noch ein ganz alter Nick, aber egal. Ja. Ja, ich schaue deine Sendung bestimmt jetzt auch schon seit eineinhalb Jahren oder so. Und ich habe mich irgendwann auch mal im Forum angemeldet, aber das habe ich dann auch irgendwie sein lassen. Habe mich dann einfach nur darauf spezialisiert, quasi nur die Sendung zu gucken und die Postecke. Mhm. Ja, und das Ganze hat mich dann irgendwann inspiriert dazu, jetzt eine Semesterarbeit zu machen über das Fernsehen. Ja. Und zwar bin ich gerade dabei, also ich wollte erst komplett die kompletten Hauptsender von ARD bis ProSieben und Sat1 machen, aber das wurde viel zu viel Arbeit und jetzt habe ich mich auf ZDF und ARD spezialisiert und habe da ziemlich viel an Zahlenmaterial gefunden und das ist recht spannend. Also ich würde das sogar, eigentlich würde ich es echt gerne der Community irgendwie zeigen oder bereitstellen, aber das Problem ist, dass ich mich leider verpflichten musste, dass halt, weil da ja auch Quotenzahlen bei sind und das gehört dann alles zur Geheimhaltung und darf nicht weitergegeben werden. Ach so, okay, alles klar. Also zu rein wissenschaftlichen Zwecken sozusagen. Vielleicht kannst du ja zumindest irgendwie eine geschwärzte Version oder so, dass du die Sachen, ja, warum nicht, es muss doch nicht alles geheim sein, sicherlich, ne? Nur diese Teile. Ja, hat er schon mal jemand eine wissenschaftliche Arbeit über Fernsehkritik vorgeschrieben? Weiß, ob du das mitgekriegt hast. Hatte ich ja schon mal geblockt. Ja. Das war ja auch hochinteressant. Ich habe zwar nur die Hälfte verstanden von dem, was er da geschrieben hat, aber es war auch interessant, ja. Also was interessiert mich natürlich immer. Ich finde das ja toll, dass Leute sogar jetzt schon darüber auch so Arbeiten schreiben, ne? Obwohl, mein Magazin spielt gar keine Rolle. Du meinst, es ging nur ums Fernsehen, ne? Genau, also okay, alles klar, okay. Das Magazin hat mich dazu. Ja, in dem Fall war es ja sogar, dass es sogar am Fernsehkritik TV ging, es ja in dem Fall sogar, was ich genau meinte. Ja, okay. Ja, bei mir ist es so, dass es halt nur Diagramme und Grafiken sind, mhm, da ich halt Design studiere und also ein paar Texte kommen halt auch, aber es spezialisiert sich halt auf die Grafiken und also da ist es bestimmt möglich, irgendwie so einen kleinen Auszug zu machen. Also ich habe zum Beispiel Grafiken, wo ich jetzt, ich glaube, das hattest du auch mal in irgendeiner Folge drin, wo man nur
die Sendung quasi von der Zeitspanne her die Flächen beschreibt. Ja, ja, das war das vierte, ne? Genau. Grün ja. war Programm, rot war Abzock-Astro-Scheiße, ne? Genau. Und das war alles fast rot und nur ein paar grüne Streifen, genau, ja. Das kann man natürlich schön so auf die Weise darstellen, ja. Beim Öffentlich-Rechtlichen geht das auch ganz gut. So mit den Daily Soaps und so, das deckt schon einiges ab an Fläche. Ja, das ist richtig. Jo. Ich kann dir das, wie gesagt, ich kann dir das privat auch gerne mal schicken. Ansonsten gucke ich mal, dass ich da irgendwie noch eine abgespeckte Version irgendwie bereitstellen kann. Wenn ich das dann alles nach der Prüfung und so mal wieder die Zeit finde. Dazu. Nur die Ruhe. Erstmal muss jetzt eine gute Zensur her, genau. Und dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, ich habe ja gesehen, und da werde ich auch dabei sein in Düsseldorf, hast du ja den Lars Kolenia von Ferngesehen dabei. Ja. Und möchtest du da nicht irgendwie den dann auch direkt mal mit in Fernsehkritik bringen, dass du ihn interviewst oder so, als Interviewpartner? Das hat sich bisher nicht ergeben, weil er wohnt ja in Dortmund und ich ja in Hamburg. Wir haben uns ja bisher noch nicht persönlich kennengelernt. Wir kennen uns halt nur über Internet. Klar kann ich mir das vorstellen. Der ist ein total witziger Typ und ich mag sein Format total gerne. Also ich werde auf jeden Fall mit ihm auch denn an den Düsseldorf mit ihm auch irgendwie einen Talk oder so machen. Also das, wenn ich ihn schon mal da habe. Deswegen habe ich ihn ja auch als Gast extra angekündigt. Ne? Nee, auf jeden Fall. Jederzeit gerne. Also wenn er da irgendwie mal Gelegenheit hatte, vielleicht ist er auch mal in Hamburg oder so. Habe ich ihm auch schon mal angeboten, glaube ich. Wir haben das, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Auf jeden Fall. Also habe ich kein Problem. Das ist spannend. Das ist gut, glaube ich. Jetzt war doch gerade jemand im Chat nach David Hanasch gefragt, den B-Arbeiter, was ich von dem halte und ob das nicht auch ein interessanter Interviewpartner wäre. Also da habe ich bisher wenig von gesehen. Ich habe von ihm mal ein paar Sachen gesehen, die waren auch ganz interessant. Wäre auch ein interessanter Gesprächspartner, auf jeden Fall. Also nur mal so nebenbei beantwortet, hier, weil ich es gerade sehe hier. Warte mal kurz. Jetzt haben wir hier mit den Samuel. Hallo? Ja, warte mal kurz, ich hole dich mal kurz hier mit rein. Können wir mich hören? Ja, ich habe jetzt dich ja mit reingeholt in den... Okay. Alles klar. Okay. Jetzt höre ich mich gerade selber, mach das mal irgendwie... Ist jetzt weg. Oh Gott. Ich höre euch nämlich gar nicht. Hörst du mich? So, jetzt, hallo? Ja, hallo? Ah, jetzt. Gut. Hallo, ich gucke dich schon ziemlich lange. Ja. Ist als mit dem Stirnlappen Basilista das angefangen, habe ich irgendwann auf YouTube gesehen und fand das total lustig. Ja. Bin dann auf deine Seite gestoßen und ich wollte eigentlich mal erzählen, du hast mal meinen Bruder kritisiert. Oh. Und ja, das nur am Rande. Ich fand es sehr lustig und zwar, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, und zwar, das ging es um ZDF-Fernsehgarten, da ist der in den Pool gefallen. Da ist so ein Herr in den Pool gefallen. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ein Herr ist in den Pool gefallen. Ja, das war, ich glaube, das erste Mal, als du was über das ZDF-Fernsehgarten gemacht hast. Und was habe ich daran, kritisiert? Ja, im Prinzip an diesem Fall nix, aber den Fernsehgarten. Und da wurde halt gerade dieses Bild gezeigt, wie der da reinfällt. Und das war einer vom ZDF, also das war mein Bruder, der hat das so nebenbei am Wochenende gemacht, der steht da rum und sagt so, hey Leute, klatscht mal, seid mal ein bisschen verrückt und so. Und ich fand das sehr lustig, als ich den da gesehen habe. Ja, gut. Hat er es mit Humor genommen, oder? Ja, ich glaube, der hat es mit Humor genommen. Eine andere Sache, die ich jetzt nochmal einfach als Frage hatte, und zwar ist, ich gucke sehr gerne South Park. Und ich gucke mir das meistens auf Englisch an. Ja. Und jetzt war ja vor kurzem die 200. Folge, also in Deutschland jetzt übrigens auch. Und die 200 und 201. Folge hat ja einen riesen Skandal quasi ausgelöst in den USA, weil die ja komplett zensiert wurde und jetzt auch nicht mehr öffentlich ausgestrahlt werde. Ich weiß, das hat jetzt nichts mit dem deutschen Fernsehen zu tun. Das aber war diese Geschichte mit Moslems, ne? Ja, genau. Ja. Da wurden die halt angegriffen. Also es ging darum, dass Mohammed die Power hat, dass man sich nicht über ihn lustig machen darf. Und am Ende ging halt die Rede darum, über Meinungsfreiheit und dass man sich nicht einschüchtern lassen darf. Und das waren, ich glaube, 5 Minuten am Ende, wurden komplett durchgepiepst. Also quasi der Tenor des Ganzen, das
war einfach weg. Und das war wirklich, also das hätte ich schon gern gesehen, auch im Fernsehen kriegt TV, auch wenn es jetzt mit deutschem Fernsehen nichts zu tun hat, aber es zeigt halt, wie die auch die westlichen Medien einfach davor kuschen. Und ich weiß, natürlich kann man das nicht einfach zeigen, weil man Angst hat, dass was passiert. Mhm. Und es wurde auch mal, der Talk mit Lanz wurde auch gut kritisiert von dir. Und da dachte ich, wäre das auch mal so ein Punkt gewesen, der wirklich interessant wäre. Weil viele in Deutschland das überhaupt nicht mitgekriegt. Ja. Ja, also ich hätte zumindest auf jeden Fall mal einen Blog drüber Text schreiben können. Da hast du recht, ja. Ich habe ja damals zunächst erstmal abwarten wollen, wie das deutsche Fernsehen sich verhält. Also die haben es ja auch überhaupt nicht erst ausgestrahlt, ne? Nee, das wurde komplett... Genau, ja. Ja, ich kenne mich mit South Park überhaupt nicht aus, muss ich gestehen. Also ich habe das jetzt nur auch über Berichterstattung nur mitbekommen. Ja. Nee, klar. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, niemand möchte jetzt natürlich Leib und Leben riskieren. Und du weißt ja, du hast ja gesehen bei diesen... Mohammed-Karikaturen bei diesem Karikaturisten, der muss ja bis heute um sein Leben fürchten. Der hat ja gerade Ende letzten Jahres nochmal irgendwie einen Anschlag erlebt, wo jemand in sein Haus eingebrochen ist und ihn umbringen wollte und so. Obwohl das schon 3-4 Jahre her ist. Ja, also insofern, ist ja auch nicht zu spaßen. Also ich kann auch verstehen. Auch wenn es ja, natürlich. Auch wenn es natürlich. South Park, also konnte man wirklich diesen, das sehen, wie sich das weiterentwickelt hat. Und zwar ganz am Anfang gab es eine Folge mal, das waren die super besten Freunde, unter anderem ist da halt Jesus dabei und Buddha und auch halt Mohammed. Mhm. Und da wurde halt noch eine Karikatur von Mohammed gezeigt. Da hat sich niemand drüber aufgeregt, es war alles okay. Mhm. Dann kam irgendwann eine Folge, da ging es eigentlich um Family Guy und alles mögliche, auch sehr lustig. Und da wurde Mohammed, wollten die den aufzeigen und da wurde er schon zensiert. Da ging es auch über Zensur und wie Serien funktionieren und wie das mit dem Absetzen läuft und so weiter. Und da wurde schon, durften die noch sagen, aber das Bild wurde schon zensiert. Und in der neuesten Entwicklung haben die auch, das war ja eine Doppelfolge, in der 200. Folge haben die quasi Mohammed noch sagen dürfen. Aber in der nächsten Folge wurde Mohammed komplett gepiepst. Also es hat da ungefähr 30 Mal gepiepst. Es durfte kein Bild gezeigt werden davon. Das wurde auch komplett wegzensiert. Und am Ende die komplette Rede. Und das wurde halt auch nur einmal ausgestrahlt. Ich glaube, aber auf den deutschen DVDs soll das zum Beispiel auch wieder drauf sein. Es ist halt nur in Öffentlichkeit halt weg. Okay. Also das finde ich ja schon interessant, wie sich das weiterentwickelt hat bis zur Komplettzensur, sage ich mal. Manchmal ist es natürlich auch schon so vorauseilender Gehorsam, ne? Also ich erinnere mich, in Berlin sollte es ja irgendeine so eine Opernaufführung geben, die sie denn schon von vornherein gecancelt haben, obwohl überhaupt niemand sich drüber aufgeregt hat. Da ging es auch am Ende irgendwie um Jesus und Mohammed und so und das und da hat... Das lief aber 2 Jahre vorher. Ja, ja. Nee, das glaube ich nicht. Aber die Premiere wurde abgesagt. Und dann gab es eine riesen Diskussion, dann wurde es trotzdem auf den Spielplan gesetzt, weil eben viele gesagt haben, seid ihr bescheuert, dass ihr euch davon hier, das ist freie Kultur, wir sind hier in Deutschland, wir können das... Und dann haben sie es aufgeführt und es ist auch nichts passiert, bis heute nicht. Es hat kein Mensch darüber aufgeregt, auch keine Moslems. Also da hat man gemerkt, dass da war es ein bisschen albern, schon vorher so viel Angst zu haben. Ne? Vielleicht ist manchmal auch übertrieben ein bisschen die Angst. Aber wie gesagt, bei dieser dänischen Geschichte, bei dieser Karikatur hat man ja nun wirklich gesehen, was für Auswüchse das haben kann, ne? Ja, also ich kann natürlich verstehen, dass sie gesagt haben, hier, wir wollen das nicht, wir wollen unsere, also es hat ja vor allem den Comedy Central gesagt, wir können das nicht ausstrahlen, wir kriegen hier Drohungen, dass unsere Mitarbeiter umgebracht werden. Mhm. Ich kann das natürlich voll und ganz nachverstehen und auch, ja, auch irgendwo ist, stimmt, irgendwo hört der Spaß halt auch einfach auf. Aber andererseits finde ich es halt sehr interessant, wie diese Entwicklung sich gibt, bis die westlichen Leute immer weiter zurückgeschränkt werden, weil der Terror immer mehr, ich sag mal, Überhand nimmt. Man kann es jetzt auch übertreiben, aber es ist ja schon, also ich finde es ehrlich gesagt schon krass. Ja, die Frage ist halt, ob man Mohammed denn unbedingt zeigen muss in diesen Karikaturen. Wenn es denn nun mal verboten ist, dass man aber ihn zeigt. Jesus darf man auch zeichnen und außerdem ist das verboten, wenn du gläubig bist. Ich habe mit einem mit einem Kumpel von mir darüber geredet und es ist verboten für einen Gläubigen. Ja, ich weiß, ich will es auch gar nicht jetzt kleinreden, ich gebe dir ja vollkommen recht. Ich wollte damit ja nur nochmal versuchen, die Sichtweise von Moslems, von gläubigen Moslems auch vielleicht natürlich, darzulegen, nicht? Auch ich fand ja schön, das ist ja auch ein schlimmer Verbrecher, dieser Ahmadinejad aus dem Iran. Der hat damals ja gesagt, naja gut, wir können ja jetzt mal im Iran hier einen Wettbewerb machen, wer die schönsten Holocaust-Karikaturen
hier erstellt. Sozusagen als Gegenantwort, ne? Das fand ich eigentlich eine, war natürlich sehr provokant, aber es hat mir irgendwie gefallen, weil ich dachte so, irgendwie im Grunde genommen trifft es das eigentlich. Weil man muss auch irgendwie zumindest ein bisschen Sensibilität trotzdem auch zeigen können gegenüber dem Islam. Jetzt ist der Samuel irgendwie rausgeflogen hier, glaube ich. Du bist gerade rausgeflogen, ne? Ja, tut mir leid, ich weiß auch nicht, was hier... Hast du mich trotzdem gehört? Ich habe es nicht ganz mitgekriegt. Okay. Ich sagte halt nur gerade dieses Beispiel, dass ja der Ahmadinejad aus dem Iran, der hat ja damals als Antwort gegeben, dass man könnte ja mal einen Wettbewerb machen, wer die schönsten Holocaust-Karikaturen anfertigt. Ja. Was würde wohl der Westen dazu sagen, ne? Ja, natürlich, aber ich bin halt auch in der, so, entweder man darf sich über alles, ich sag mal, lustig machen oder man darf einfach nichts sagen. Also es gibt natürlich sogenannte Grenzen, aber es ist auch, also es ging ja einfach in dieser Folge darum, dass man hier eine Redefreiheit hat und dass man sich nicht einschüchtern lässt. Ja, ja, ich gebe dir auch vollkommen recht. Ich wollte das auch damit auch nicht relativieren. Ja, ja, ich wollte eigentlich gar nicht so lange darüber reden. Ich wollte eigentlich nur mal sagen, dass ich es schön hätte gefunden, wenn das auch thematisiert wird. Okay. Jetzt ist es hier ein bisschen länger geworden. Ja, ist angekommen, alles klar. Ja. Okay, ich will die anderen auch mal durchkommen lassen und hier viel Spaß. Ich spiele dann gleich noch um 3 Geldpakete. Und ja, viel Spaß. Viel Glück. Viel Spaß noch hier. Tschüss. So, tschüss. Nelson, du bist ja auch immer noch da. Hast du noch was? Oder? Du kannst mich auch gerne rausschmeißen. Also ich mache gerne Platz für jemand Neues. Hast du noch irgendwas zu sagen? Dann schmeiße ich dich jetzt raus. Nö, das war's eigentlich. Okay, dann mach's danke gut, ne? Ciao. Tschüss. So, ich will mal wieder in den Chatroom gucken. Es tut mir leid, dass ich überhaupt nicht hinterherkomme. Was hältst du von ZDF Kultur? ZDF Theaterkanal wird ja zum 1. April ZDF Kultur. Ja, wenn es denn wirklich auch Kultur ist, die dort stattfindet, bin ich damit sehr einverstanden. Theaterkanal ist ja mittlerweile auch sehr weit gefasst. Ich bin ja immer erstaunt, im ZDF Theaterkanal abends Fernsehfilme zu sehen. Das hat mit Theater zu tun. Ne? Also oder zum dritten Mal werden die alten Ausgaben von der Hitparade mit Heck und von Disco mit Ilja Richter durchgenudelt. Das hat mit Theater nichts zu tun. Also irgendwie ist Theaterkanal auch nie so richtig konsequent durchgezogen worden. Ich bin mal gespannt, wie weit gefasst der Kulturbegriff denn sein wird bei ZDF Kultur. Was hältst du von ZDF Login auf ZDF Info? Habe ich noch nie gesehen. Ich habe davon schon gehört. Ist bisher noch nicht dazu gekommen, mir das mal anzuschauen. Kann ich noch nichts zu sagen. So, magst du einen Little Britain? Und wie stehst du generell zu BBC? Little Britain mag ich sehr gerne. Tolle Sendung, finde ich auch echt witzig synchronisiert auf Deutsch. Und ja, die BBC ist für mich klassische, ideale öffentlich-rechtliche Sender. Also davon können sich ARD und ZDF immer wieder eine fette Scheibe abschneiden. Das finde ich, was die an genialen Dokumentationen auch machen, das ist einfach ist grandios. Also da sind ARD und ZDF weit hinter ihren Möglichkeiten, die sie eigentlich hätten. Denn die haben noch viel mehr Geld als die BBC. So. Was hältst du von der Idee, eine regelmäßige neue Rubrik einzuführen, in der du Leute interviewst, die vom Fernsehen in so Reality-Shows vorgeführt oder verarscht wurden? Ja, was heißt, ich bin sofort immer offen, wenn Leute mir schreiben oder ich davon mitbekomme. Es ist nicht so einfach, an solche Leute ranzukommen. Ich würde das gerne regelmäßig machen. Das ist immer die Frage, ob man da auch das mitbekommt. Viele haben halt Angst, darüber zu erzählen, weil sie Knebelvertrag unterschrieben haben. Sie haben Angst vor einer Vertragsstrafe. Oder von vielen Sachen kriegt man ja auch gar nichts erst mit. Ne? Insofern... ich würde es sehr gerne machen, solche Geschichten. Was hältst du von Stefan Raab? Geh doch mal zu TV Total. Ja, na, einfach hinzugehen ist ein bisschen einfach. Der muss mich auch schon dazu einladen. Wenn Stefan Raab mich einladen würde zu TV Total, würde ich natürlich sofort dahin gehen. Würde ich keine Sekunde zögern. Ich würde gerne mal mit ihm ein ausführliches Interview führen, habe ich ja schon mal irgendwo gesagt, weil ich finde, er ist eine sehr interessante Fernsehpersönlichkeit. Er macht echt gute Sachen im Fernsehen. Es gibt aber auch viele Dinge, die man kritisieren kann. Also gerade so, wenn es gerade um diese Voting-Geschichten angeht, da hätte ich viele Fragen an ihn und warum er immer wieder bei den ganzen Promi-Events da immer wieder die gleichen Leute
Also ich kann Joey Kelly und die kann ich alle nicht mehr sehen. Was, als wenn wir nur 10 Promis in Deutschland haben, was soll das eigentlich? Warum werden da immer wieder die gleichen Leute eingeladen? Und dann sogar eben noch solche neuen Live-Gesichter da wie Milski und so, nicht? Das würde ich ihn auch gerne mal fragen. Ne? Das ist ja schon interessant. Ich meine, Stefan Raab hat zu Anfangszeiten von 9 Live, hat er 9 Live als Scheiße hoch 9 bezeichnet, hat genau die richtigen Worte gefunden für diesen Sender und seit 9 Live zu Pro7 Sat1 gehört, verliert er darüber überhaupt keine Worte mehr und lädt sogar im Gegenteil noch Leute ein von dem Sender in seine Spielshows. Ne? Was hältst du von Kurt Krömer im Allgemeinen oder als Wetten, das Moderator im Speziellen? Also als im Allgemeinen finde ich ihn sehr lustig. Manchmal ist es ein bisschen, lahmt es ein bisschen, finde ich. Also ich habe das Gefühl, er hat sich überhaupt nicht vorbereitet, wenn er so eine Sendung macht, sondern guckt einfach mal, was passiert. Und das merkt man manchmal so ein bisschen. Wetten, das Moderator? Nee. Weil der neigt ja dazu, seine Gäste alle zu verarschen. Also das, finde ich, ist denn doch, muss ja nicht unbedingt sein. Man muss ja die Gäste nicht nur verarschen. Also man kann ja auch mal mit dem Gast auch mal ein seriöses, ernsthaftes Gespräch führen. Und da scheitert es bei ihm, glaube ich. Wie findest du die Serie Dinos und wie findest du Dieter Nuhr? Die Serie Dinos, die Dinos kenne ich nicht. Tut mir leid, kann ich nichts zu sagen. Dieter Nuhr finde ich unterhaltsam. Also er wird ja immer gerne bei den Comedians mitgenannt. Also ich würde ihn eher zu den Kabarettisten zählen. Und da gehört er auch eigentlich hin. Wobei ich mich schon frage, warum er so eine RTL-Sendung wie ich, typisch Frau, typisch Mann macht. Also das passt überhaupt nicht zu ihm. Ne? So. Holger, hallo Holger, ich möchte gerne ins Fernsehgeschäft einsteigen. Würdest du eher Privatsender empfehlen oder öffentlich-rechtliche? Also, wenn du ins Fernsehgeschäft einsteigen willst, musst du ja erstmal ein Praktikum machen. Da würde ich dir auf jeden Fall einen Privatsender empfehlen, weil die schicken dich, so war es bei mir zumindest damals, sofort los, weil die ja sowieso zu wenig Leute haben. Da hast du gleich die Chance, auch möglichst bald auch eigenständig zu arbeiten. Bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es ja mehr immer so diese Hospitanz. Ja, nee, zugucken kannst du gerne, aber das Praktikanten dürfen das leider nicht. Die dürfen das nicht. Also bei öffentlich-rechtlichen Praktikum machen kannst du eigentlich vergessen, da lernst du nichts dabei. Also da würde ich dir auf jeden Fall einen Privatsender empfehlen. Radio zum Beispiel ist besonders gut. Beim Radio ist es ja besonders leicht, weil wenn du Umfrage auf der Straße mal gemacht werden soll, dann nehmen sie am liebsten Praktikanten für sowas. Und da kommst du gleich gut rein ins Geschäft. Und mit solchen Dingen muss man dann auch erstmal anfangen. So. Da, 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 da. Wie heißt der Fernsehkritiker auf Skype nochmal? Also dieses, wo ich jetzt drüber bin, das ist Fernsehkritik TV, in einem Wort geschrieben. Also wer mich. Ich kann auch gerne wieder Leute anrufen. Jetzt ruft momentan irgendwie keiner an. Traut euch. Es waren doch schon nette Gespräche, die ich hier gerade geführt habe. Hab ich gar nicht gedacht. Ich glaube, ich dachte, jetzt rufen mich Leute an, die mich hier beschimpfen oder so, aber. Bisher war es ja richtig nett. Saw Maniac, das klingt schon mal sehr. Na, guten Tag. Guten Tag. Na, Saw Maniac. Ja, heißt genau. Saw Maniac, du stehst auf die Saw-Filme oder was? Nee, Saw steht für Stefan Alexander Winkowski. So, alles klar. Ich komme mal kurz den Matthias dazu. Warte mal kurz, bitte. Matthias. Jo. Moment, bitte. Ich zieh ich mal kurz. Das ist ein Mega-Delay. So, Matthias und Saw Maniac habe ich jetzt hier. Ja. Kann auch Stefan sagen. Also Stefan, alles klar. Dann fang du mal an, Stefan. Was? Ja, also ich guck mir die Sendung schon, keine Ahnung, seit Jahren an. Also ich glaube, seit die Folgen noch einstellig gewesen sind. Und ich fand es ein bisschen schade, dass das Intro sich geändert hat. Ich fand das dieses Klassik-Ding, das fand ich saugeil damals. Ja, das war natürlich, das war aber nicht GEMA-frei im Grunde. Ja, das ist zwar natürlich aus irgendeiner uralten Instrumental-CD, die keine Socke mehr interessiert, aber mir war es schon wichtig, ein eigenes Intro zu haben, was wirklich auch selbst, also nicht von mir, sondern vom Freund von mir komponiert wurde. Da bin ich auf der sicheren Seite. Auch ja, ich finde dieses rockige, aber eigentlich auch passender, weil ich bin ja auch jemand, Klassik ist ja mehr so Streicheleinheiten, ne? Und ich hau ja mehr auf obendrauf. Insofern, glaube ich, passt das ja, schon besser. Ich weiß nicht, also ich fand's halt lustig, weil es so schön harmlos rüberkam. Ja. Das ist halt eben, ja.
der Kontrast, der hat mir halt sehr, sehr gut gefallen. Aber ja, das Neue ist nicht schlecht. Also, ja. Fand ich sehr, sehr witzig. Aha. Also ich muss leider sagen, also ich gucke eigentlich fast überhaupt kein Fernsehen mehr, weil mich nervt das Fernsehen einfach nur noch. Ich halte mich aber auf dem Laufenden, was das angeht. Ich wundere mich, dass sich das Fernsehen überhaupt noch hält. Weil wenn ich halt bedenke, so Serien wie 24, wer guckt das heutzutage noch im Fernsehen? Ja. Die Einschaltquoten, also ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Einschaltquoten immer mehr runtergehen und weil die Leute alles auf DVD oder im Internet gucken. Ja, sicher. Bei solchen Serien ist es ja auch so, klar. Aber es gibt halt andere Sachen, also ich sag mal, aktuelle Berichterstattungen oder große Shows und so. Aber da wird leider zu wenig draus gemacht, das ist das Problem, ne? Man könnte mehr machen. Ja, ich denke mal, die Leute gucken auch deshalb Fernsehen, weil sie die Gebühren zahlen. Denken, wir zahlen ja dafür, dann müssen wir auch gucken, ne? Weiß ich nicht. Das würde ich sagen, aus einer Art Reflex, oder was? Ja, genau. Ja, Gewohnheit natürlich auch, klar. Also gerade bei der älteren Generation, ne? Mein Vater hat auch immer gesagt zu meiner Mutter, was gucken wir denn heute Abend? Also die Frage, ob man vielleicht mal gar nichts guckt, die stellt sich gar nicht erst. Nach meinen Eltern kann man die Uhr stellen, das ist grauenvoll. Ja, genau. Ja, das kenne ich. Ja, Matthias, du, was wolltest du denn sagen oder fragen? Ja, also ich wollte jetzt einmal kurz eine kleine Vorgeschichte, und zwar in unserem Gemeinschaftskundeunterricht jetzt gerade, 11. Klasse, da behandeln wir ja auch Politik und Medien. Ja. Und zu so wunderschöne Sachen hören wie die 7er-Regel, dass halt jeder ungefähr 7 Sender hat, mehr nicht hört oder mehr nicht schaut, und das auch mit einer Umfrage sozusagen in unserem Kurs belegt haben, dass es wirklich so ist, außer natürlich in den Hardcore-Leuten wie wir, die auch nicht mehr so viel Fernsehen schauen. Und was ich jetzt noch dazu sagen wollte, ist, es ist immer sehr interessant zu hören, halt, es gibt 2-3 Leute, die schauen deine Sendung, Fernsehkritik TV, und haben immer meist, oder sagen wir meistens, eine ganz andere Meinung als die Lehrer, also ja, die Lehrerin und der Rest der Schülerschaft, was ich dann doch schon sehr interessant finde, wie sehr deine Sendung die Leute beeinflussen kann. Hast du mal ein Beispiel, also wo jetzt ein Lehrer eine andere Meinung hatte? Fällt dir was ein? Wir hatten eine Diskussion gemacht, öffentlich-rechtliche gegen Privatsender. Was wäre, wenn wir die öffentlich-rechtlichen abschaffen? Komplett. Ja, aha, okay. Und ich sag mal so, manche, wir waren irgendwie gemäßigter. Wir wollten sie nicht abschaffen, sondern nur verändern. Also die Lehrerin wollte sie auch nur verändern, aber der Großteil der Schülerschaft wollte sie irgendwie abschaffen. Ja. Aus ersichtlichen Grund. Ja, ich bin da auch immer noch, ich frage mich auch immer, was würde eigentlich passieren, wenn wir jetzt plötzlich sagen, zum Jahresende schaffen wir die Öffentlich-Rechtlichen ab? Weil es wird ja, ich glaube nicht, dass es sich so entwickeln würde, dass quasi die Sender einfach jetzt weg wären, ARD und ZDF, und wir hätten nur noch das, was wir jetzt unter Privatfernsehen verstehen. Ich glaube, es würden sich natürlich sofort auch Sender bilden, die genau diese Zuschauerschaft der Öffentlich-Rechtlichen abfangen würde wollen. Vielleicht würde es dem Privatfernsehen sogar einen Niveauschub geben. Aber es ist Theorie. Es gibt ja immer die berühmte Frage, die man sich selber mal stellen kann. Warum gibt es eigentlich keine öffentlich-rechtliche Zeitung? Warum gibt es eigentlich im Printbereich hochintelligente und hochanspruchsvolle Produkte, obwohl niemand Zwangsgebühren dafür bezahlt? Das finde ich eine interessante Frage. Warum geht das im Printbereich und warum soll es im Fernsehbereich nicht gehen? Oh, das muss ich mir merken, weil das ist wirklich ein guter Einfall. Ja, finde ich auch. Die Frage muss man sich halt mal stellen, ne? Ich weiß nicht, wohin das führen würde. Es würde mich auch interessieren, das mal zu sagen, was würde passieren, wenn wir die Öffentlich-Rechtlichen abschaffen. Ich denke mal, das Pay-TV würde auch... Bitte? Da würde ich mir gewisse Sachen um gewisse Kultur... Angebote machen oder sowas wie jetzt Aspekte oder so, weil ich glaube nicht, dass das so, also so Sachen, die vielleicht ganz gut sind, aber jetzt nicht so populär. Ja, aber ganz ehrlich, die Frage ist aber, die Gegenfrage ist denn, wer guckt denn noch Aspekte? Aspekte gucken sich ja nicht Leute an, die jetzt sich für Kultur nicht interessieren, sondern es ist nur eine kleine Minderheit, die sich für Kultur interessiert. Die wird sich auch weiter für Kultur interessieren, wenn sie nicht Aspekte sehen muss. Also, ja, aber trotzdem wird es dadurch ja nicht repräsentiert im Fernsehen und überhaupt dann. Nein, nein, es ist vollkommen richtig. Es ist vollkommen richtig, dass natürlich gewisse Formate denn gar nicht mehr
im Fernsehen laufen würden, aber es ist mittlerweile bei den Öffentlich-Rechtlichen ja ohnehin so. Die Dinge, die eher für kleinere Minderheiten gemacht sind, für intelligentere Leute gemacht sind, werden auf Spartenkanäle oder auf in nächtliche ja. Sendezeiten abgeschoben. Ne? Ironischerweise wäre das Fernsehen dann demokratischer, wenn man so will. Ja, eigentlich. Ja, ja, weil du auch gerade sagtest, Matthias, mit dieser Geschichte, es gibt im Grunde genommen 7 große Sender, die beherrschen, glaube ich, 95% oder 90% der Marktanteile. Und der Rest, die ganzen kleinen Minisender, die teilen den Rest unter sich auf. Und dazu gehören dann eben auch die Kultursender wie Dreisat und ZDF Theaterkanal und so weiter. Na, und die Öffentlich-Rechtlichen beziehen sich ja immer darauf, wenn man sagt, ja, euer Kulturauftrag, ja, wieso? Es gibt Dreisat, es gibt ZDF Theaterkanal, was wollen sie denn eigentlich? Und das ist ja der Beweis dafür, das guckt ja im Grunde keiner. Ne? Ja. Also der Kulturauftrag, wenn man ihn als Bildungsauftrag versteht, zu sagen, wir wollen die Masse der Leute mit kulturellen Inhalten versorgen, der klappt, der funktioniert ja nicht. Naja, aber was jetzt aber auch vielleicht das Problem ist daran, ist ja, das haben die ja im Spartenkanal. Wo sind die Spartenkanäle im digitalen Netz? Ja, die kann doch nicht, viele können das gar nicht empfangen obendrein. Ja, genau, das meine ich ja eben. Ja, gerade nämlich die besonders intellektuelleren oder kulturinteressierteren, das sind nämlich genau die sich so eine Digitalbox auch gar nicht anschaffen fürs Fernsehen, weil sie eh kaum Fernsehen gucken. Ne? Genau. Also die, für die es gemacht ist, die haben so eine Box meistens auch gar nicht, genau. Hat ja aber im Moment auch keinen Sinn, sich so eine Box anzuschaffen, wenn man sich das Programm ansieht für die Intellektuelleren. Ja, ja, stimmt. Ja, ist eine Diskussion, die kann man stundenlang führen. Ich weiß nicht. Man kann da nur Kaffeesatz lesen. Es ist wirklich interessant. Ich würde mich mal interessieren, wo würde das hinführen? Ja, ich weiß es nicht. Also das Pay-TV würde auf jeden Fall eine größere Rolle spielen in Deutschland. Pay-TV ist ja in Deutschland nicht zuletzt deshalb so unerfolgreich, weil die Leute eben schon für ihre Zwangsgebühren bezahlen müssen. Ne? Ja, da habe ich demnächst was Interessantes von einem... Irgendwo habe ich das gehört. Das ist also die Theorie, dass das normale Fernsehen so schlecht ist, damit die Leute Pay-TV kaufen müssen. Damit das schmackhafter aussieht, finde ich eine interessante Idee. Oder war das sogar bei dir? Ich weiß gar nicht. Nee, das höre ich zum ersten Mal. Aber schlechtes Programm, um mehr Pay-TV zu verkaufen. Aber das wäre auch mal. Aber nicht zu laut sein, nachher machen wir das. Ja, wenn hat es auch nicht funktioniert, weil wir haben ein schlechtes Programm und trotzdem ist gar nicht erfolgreich, außer bei der Bundesliga. Also ist nicht aufgegangen, der Plan. Ja. Ja, Gott sei Dank eigentlich. Ja, stimmt schon. Ja, ja. Und wenn ich jetzt nochmal auf was relativ anderes leiten wollte, was ich mir geschrieben habe, also es ist wirklich keine Wirkung hat gerade das Fernsehen, es ist wirklich sozusagen Macht oder so. Wenn man jetzt dieses Basta aus Belgien, was ich wirklich mit großer Faszination gesehen habe, mit Untertiteln, die einfach mal einen Call-In-Sender gesprengt haben, das haben wir hier nicht. Nee, sowas, genau, so eine Sendung gibt es in Deutschland nicht, genau. Leider nicht. Also wir haben vielleicht unsere extra 3, aber das kommt um 12, NDR. Also wenn das Tobi Stegel und Extra 3 gelingen würde, wäre er sofort rehabilitiert bei mir. Da wäre ich der größte Fan von Extra 3. Schafft er nicht. Ich schaue mir Extra 3 sehr gerne an. Ja, ist ja auch in Ordnung. Weil es Internet ist, aber es hat keine Wirkung. Nee, ist richtig. Also, genau. Ja, aber früher war das hier irgendwie der Fall. Also wenn ich bedenke, wie früher, es war irgendwie bei Explosiv damals, Anfang der 90er muss das gewesen sein, über Unkrautex, zack, war das aus dem Laden raus. Oder wie Monitor damals berichtet hat über diese Maden im Fischen. Im Fischen, genau. Richtig. Da gab es ja riesen Skandale und das ist irgendwie nicht mehr. Genau. Ja, warum ist es so? Weil die Redaktionen alle kaputt gespart wurden. Hm. Wenn du solche Geschichten machst, wie Maden im Fisch oder so, dann musst du einen Journalisten haben, der sich ein Vierteljahr mit der Geschichte auseinandersetzt. Der muss nur dafür abgestellt sein. Und hinterher kommt dann ein 5-Minuten-Beitrag dabei raus. Das kostet aber natürlich Geld. Personell, ist ja logisch. Und das leisten sich die Sender halt nicht mehr. Und ARD und ZDF müssten es sich aber eigentlich leisten, weil dafür kriegen sie ihre Gebühren. Ja, eigentlich schon. Ja. Ist ja auch eine Gefahr für die Demokratie letztendlich, ist es ja auch, ne? Weil solche Sachen müssen ja aufgedeckt werden, ne? Das ist ja ein Teil der Demokratie, dass solche Sachen aufgedeckt werden. Und wenn das nicht passiert, ist das eine dramatische Entwicklung. Und was ich jetzt noch dazu fragen wollte, nochmal zu meinem Gemeinschaftskunde,
Der Pressekodex, den hatten wir ja auch. Unter dem musstest du dich ja auch schon da verpflichten. Unter RTL, nee, wo warst du? Ich beim Springer Verlag meinst du, ne? Genau, beim Springer Verlag. Musste ich komischerweise nicht unterschreiben, nee, weil ich habe da so einen Multimedia-Vertrag gehabt, so einen sogenannten. Das ist ja, also Multimedia-Vertrag ist im Moment quasi die moderne Ausdrucksweise für wir zahlen Redakteuren ab sofort einen Hungerlohn. Das ist, heißt eigentlich Multimedia-Vertrag. Ja, aber wenn da kein Pressekodex unterschrieben wird. Musste ich nicht, nee. Dann ist doch aber Tür und Tor geöffnet für, da kann man doch eigentlich alles machen. Selbst wenn dieser Pressekodex schwammig formuliert wird und man eigentlich trotzdem alles machen kann. Vielleicht missverstehen wir uns jetzt da auch. Ich meinte jetzt mit dem Pressekodex, meinte ich jetzt dieses berühmte Ding bei Springer, dass du unterschreiben musst, Solidarität mit den USA und mit Israel und so weiter. Nee, das meinst du gar nicht. Achso, alles klar. Pressekodex, Regeln für einen. Das hat der deutsche Presserat, laut meinem Buch, der deutsche Presserat, die freiwillige Selbstkontrolle der Printmedien in Deutschland geschrieben. Ja, aber das muss aber keiner unterschreiben. Man soll sich daran halten, bitte, ja. Ja. Aber man muss nichts unterschreiben. Also hat man das bei uns, haben wir das gelernt, aber dadurch, naja, weiß man wieder, was man in der Schule lernt, ne? Ich musste nichts unterschreiben. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es Redaktionen, wo man das muss, weiß ich nicht. Also da bin ich jetzt, Vielleicht rede ich jetzt gerade Müll, aber das ist mir nicht bekannt. Na, aber dadurch fehlt ja eigentlich eine Regelung überhaupt. Oder wie siehst du das? Ich meine, eine Regelung insofern, dass man nicht so einen Müll schreiben darf, dass man keine Leute vorführen darf. Ich finde das Fehlen von so einer Regelung aber eigentlich ein Argument für Pressefreiheit. Ja, eben, genau. Das ist ja, ja das. Das ist ja das. Pressefreiheit war doch aber auch eine Schranke. Wir können doch aber jetzt auch nicht die ganze Zeit draufhalten, wenn irgendwelche Leute getötet werden und am Ende vielleicht noch die Leute getötet werden vorher auf der Kamera, weil es Spaß macht. Ja, es gibt ja den Presserat, der zum Beispiel hinterher das ahnden kann. Hinterher. Und dann dauert es aber auch meistens Monate, bis es dann endlich geahndet wird. Dann weiß schon keiner mehr, worum es da eigentlich ging bei der Geschichte. Das ist, ja, also da ist einiges, müsste da anders laufen, das stimmt schon. Aber wie der eben richtig gesagt wurde von dem Stefan, das würde auch immer bedeuten, dass du Journalisten irgendwie die Handfesseln anlegst, wenn du sie sowas unterschreiben lässt. Insofern, also es gibt halt Grundsätze, an die man sich halten sollte als Journalist und dazu gehört halt so ein Pressekodex und das sollte sich jeder auch mal durchlesen, der den Beruf ernsthaft ergreifen will. Aber du siehst ja, es wird sich oft nicht dran gehalten. Eine letzte Frage hätte ich jetzt noch. Und zwar, was hältst du, Holger, von der Sache, die ich weiß, Gutenberg ist ein furchtbares Thema, aber ich meine jetzt nicht die Doktorarbeit, sondern ich meine die Sache mit der Pressekonferenz, weil das ja quasi in deine Zunft reinfällt. Also ich fand das ein dicker Hund. Also meinst du jetzt das am Tag des Rücktritts oder die zwei Wochen vorher? Nee, die zwei Wochen vorher, wo er da ausgewählte Journalisten, die er gerade vor Ort waren, genommen hat und sich geweigert hat, zu dieser Bundespressekonferenz zu gehen. Ist unglaublich, ist unfassbar. Vor allem, wie blöd auch von ihm, weil gerade diese Hauptstadtjournalisten von der Bundespressekonferenz, bis die mal wirklich gegen ihn aufbegehren oder so, das sind ja alles so gut bezahlte Wohlstandsjournalisten, die noch gegen sich aufzubringen mit so einer Aktion, das war das Dümmste, was er tun konnte. Verstehe ich auch nicht, warum er das gemacht hat. Gutenberg ist doch eigentlich ein Medienprofi. Er hat ja am Tag des Rücktritts, hat er sich ja eben auch noch das Ding erlaubt, dass das Verteidigungsministerium hat es hinterher zwar abgestritten, aber die haben es ja so gemacht, dass wirklich es nicht möglich war für die Sender, dass sie da live übertragen konnten, diese Rücktrittserklärung. Es hieß, ja, es müssen Sicherheitskontrollen noch durchgeführt werden und das wurde alles hinausgezögert und die Reporter vor Ort haben gesagt, das hat es noch nie gegeben. Wenn im Gutenberg eine Pressekonferenz gegeben hat, konnte man immer sofort live übertragen. Jetzt plötzlich mussten irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen angeblich getroffen werden. Das war absolute Schikane Journalisten gegenüber. Als Horst Köhler zurückgetreten ist, das war auch live. Also ja, zum Beispiel, ja. Das ist absoluter Unsinn. Ich weiß noch nicht, was das soll. Was hat er denn davon, ob es nun live übertragen wird und dann 20 Minuten später im Fernsehen gezeigt wird? Was hat er denn davon? Oder 5 Minuten später im Internet. Ja, eben. Es ist total, ich weiß nicht. Also da hat er irgendwie so ein bisschen die Kontrolle über seine
Mediengeschichten verloren und ich weiß es nicht. Was war ein bisschen von der Rolle, glaube ich. Oder seine Medienleute, seine Sprecher vielleicht haben da irgendwie eine falsche Strategie gefahren. Verstehe ich auch nicht. Kann ich auch nicht beantworten, was dahinter steckt. Das war jedenfalls ziemlich blöd. Aber